zusammen und herzlich willkommen bei Keep on Rolling, wo Impro-Schauspielerinnen und Impro-Schauspieler Pen and Paper spielen. Genauer gesagt, Monster of the Week. Hallo, meine Monsterjäger. Willkommen zurück. Hi. Und stellt euch vielleicht einmal kurz vor, wen haben wir denn heute bei uns? Da haben wir einmal die Niki, die den Monstrous-Charakter spielt, Elsa Mathilde Lehmann. Okay, dann? Ja, ich bin Kevin und ich spiele Steve, der ein Initiate ist. Stefan. Ich bin Cordula und ich spiele einen Pararomantic-Charakter, nämlich Gwendolyn Franziska Gussfeuer, auch bekannt als Lindsay. Wunderbar. Nochmal kurz als Erinnerung, falls ihr in die letzte Folge nicht reingeschaut habt, wir befinden uns gerade in so einer kleinen Sommerpause und haben das Ganze hier voraufgezeichnet, unsere kleine Miniserie, wo wir jetzt Monster of the Week spielen werden. Also sind wir jetzt gerade vielleicht am Mai Tai schlürfen in einer Berliner U-Bahn, I don't know. Auf jeden Fall ist es die Möglichkeit, dass wir die Subs und Follows nicht hier machen, sondern auf Instagram verlagern. Deswegen könnt ihr gerne, shameless plug, auf Instagram gehen und euch da die Subs und Follows reingucken. Ich habe mir da etwas Gemeines vorgenommen. Das alles gesagt zu den Ankündigungen und ich würde mal sagen, das war's schon und wir starten. Oh wow, eine Minute Ankündigung, so sollten wir das immer bei, so ist das bei Keep on Rolling bei Terranie. Fangen wir an mit Folge 2 von Beastbusters. Beastbusters! Monster of the Week, nochmal. Herzlich willkommen zur Einführung von Monster of the Week, geschrieben von Michael Sanders im Jahre von 2015. Das ist ein Regelwerk, das das System Powered by the Apocalypse benutzt. Was das genau bedeutet, werde ich euch gleich erklären. Erstmal, was macht man bei Monster of the Week? Monster of the Week bedeutet, man spielt MonsterjägerInnen, die Monster jagen. Ja. Das System benutzt ein 2W6-System. Das bedeutet, wenn du eine Probe machst, addierst du zu deinem Attribut noch zusätzlich 2 sechsseitige Würfel. Dabei gilt, je höher du würfelst, desto besser. Und dir passiert weniger Scheiße. Das Coole an dem ganzen System ist, es ist sehr improvisationslastig, sowohl für SpielerInnen als auch für die Spielleitung. Es gibt beispielsweise eine Aktion für den Experten, der nennt sich Preparedness. Da kannst du alles dabei haben, was dir in einer gefährlichen Situation helfen kann. Wenn du hoch genug würfelst, hast du es dabei. Wie cool ist das denn? Aber wie spielt man es denn jetzt eigentlich? Ganz einfach. Man sagt, was man macht, wie bei jedem Pen and Paper, und dann würfelt man. Bei einer 10 oder höher passiert das, was du haben möchtest, plus noch ein paar extra Effekte. Bei einer 7 bis 9 ist es so ein gemischter Erfolg. Da kann die Spielleitung dir noch eins reindrücken, aber nicht so hart. Ja, und bei einer 6 oder niedriger, da kann die Spielleitung richtig hart zudrücken. Aber das Coole ist, du kriegst Erfahrungspunkte. Und wenn du 5 Erfahrungspunkte hast, steigst du eine Stufe auf. In dem System ist es wirklich so, dass du das Improvisationsprinzip heiter scheitern implementiert hast. Ziemlich geil. Also, wenn man das Abenteuer dann auch noch überlebt. Aber das ist erstmal das Wichtigste, was du wissen musst, um unser kleines Abenteuer zu sehen. Viel Spaß. Unsere wunderbare Geschichte spielt in Berlin. Oh Berlin, wie toll bist du denn? Wir haben unsere drei Charaktere kennengelernt. Die etwas schnippische, geisterhafte Elsa, Frau Lehmann. Den etwas mürrischen, Justice-liebenden Steve. Und die naive, romantisch-cringe Lindsay.
Die drei sind zusammengekommen in einer U-Bahn-Station. Einige wollten feiern gehen, einige wollten arbeiten, einfach nur diese Jobsache beenden. Aber es kam zu einem Vorfall und ein Monster ist aus der Monsterwelt entflohen und treibt sich jetzt in Berlin herum. Ihr habt den ersten Angriff des Monsters wahrhaftig miterlebt und Steve hat euch mehr dazu verdonnert, weil ihr dran schuld wart aus seiner Perspektive, dass das entkommen konnte, mitzuhelfen. Ihr seid also durch den U-Bahn-Tunnel gegangen und habt leider keine weitere Spur gefunden. Also ab in die Dachkammer, in das geheime Labor mit der kleinen Ratte Rüdiger, die euch ein Monster-Aufspürungsgerät bauen wird. Als ihr da fertig wart, wurdet ihr angegriffen von einem Betrunkenen, der sich immer mehr in eine Art Zombie verwandelt hat. Zwei Sachen sind dabei passiert. Zum einen habt ihr den Zombie erfolgreich gefangen oder Bombi oder Aumbi, je nachdem, wen ihr fragt. Zum anderen hat Lindsay ein zweites Date um 10 Uhr, 22 Uhr. Und sie hat ja jetzt schon noch ein Date mit Lukas Justus, Luju, wie man ihn noch nennt. Und wir sind gespannt, wie wir da weitermachen. Erstmal, bevor wir jetzt zu dem Date kommen, möchte ich mich gerne auf wieder zurück ins Frankfurter Tor stellen und hoch auf diesem großen Secondhand-Einkaufsladen sehen wir Steve stehen. Mit seinem langen Cape, mit seinem langen Mantel. Der Wind fegt so ein bisschen rüber und du schaust einfach nur dark brooding über die Skyline von Berlin. Irgendwo ist dieses verdammte Monster. Ja, sag mal, wie geht's dir, Steve? Wie war die Stunden waren jetzt nicht gerade angenehm, aber wie geht es dir? Ja, mir geht's nicht so wirklich gut. Ich habe eine undankbare Arbeit und dazu noch ist ein Monster entwischt, was seit Ewigkeiten nicht passiert ist. Irgendwo treibt sich dieses Monster umher, könnte für Angst und Schrecken sorgen. Und wir sind abhängig von der Ratte Rüdiger, die uns ein Monsteraufspürungsgerät sucht. Was soll schon schief gehen? Genau. Als beim letzten Mal im Büro gesagt, also im Labor gesagt hatte, da war ja nicht nur Rüdiger, sondern auch sein Assistent Harald. Eine etwas längliche Ratte, die nicht gerade intelligent ist, ungefähr so groß, also ich sag mal normale Rattengröße. So ein bisschen Pinky und the Brain mäßig. Ich weiß nicht, welche Anspielung du machen möchtest. Also gar nicht, darauf will ich gar nicht hinaus. Also auf jeden Fall kommt Harald jetzt hoch auf dieses Dach zu dir und meine, oh boy, ja, also wir haben uns den Bombi mal angeguckt, vielleicht kommst du mit mal runter, deine Geisterfreundin wartet schon. Okay, gib mir eine Minute, ich muss noch sehr heroisch nachdenken und dann komme ich runter. Heroisch nachdenken? Vielleicht sollte ich das auch probieren. Hast du Pointer, wie man das am besten macht? Ungefähr so. Bist du auf diesem Dach von diesem Secondhand-Haus? Steht da noch eine Menge Müll rum, weil da eine Menge Leute rumhängen und ein paar Jugendliche haben eine Party gefeiert, weswegen er jetzt einfach voll heroisch eine Dose umgeworfen hat. Es ist, eine Dose fällt runter so auf den Kopf von ihm und ah, verdammt, ist da schon jemand wieder oben und denkt Brooding nach? Vielleicht bin ich nicht der Held, der dafür geschaffen ist. Aber ich bin der Einzige, den wir haben. Wow. Entschuldigung, ich wollte nicht deinen Moment zerstören. Mach ruhig weiter. Schon gut. Ich komme mit. Und du? Ich stehe von meiner 3-Punkt-Pose auf. Auf zum Steve-Mobil! Und du gehst, runter in das Waren, also in die Front, was der Second-Hand-Laden ist, und in das Hauptquartier von Pest, in den Untersuchungsflügel, Krankenflügel. Die Kamera schwenkt quasi, geht dir quasi voraus, bisschen schneller und wir sehen
Ja, wir sehen die schnippische Elsa, Frau Lehmann. Frau Lehmann, wie geht es Ihnen? Das war Dienen. Wie geht es Ihnen? Ja, Dienen. Das kann ich heutzutage ja nicht mehr. Hm, genau. Also erstmal möchte ich gerne was zu trinken und ich weiß nicht, eigentlich müsste ich mich auch umziehen, aber das ist ja leider nicht mehr so einfach. Ja, also ich bin ehrlich gesagt ein bisschen pikiert über den Zustand meines Lebens an diesem Punkt, meines Ablebens. Ja, Katharina ist zwar der Meinung, dass ich mit der Verfolgung dieses seltsamen Wesens vielleicht einen nützlichen Hinweis ergattern könnte, um meine etwas unglückliche Situation in Ordnung zu bringen. Bisher bin ich allerdings nur in rüpelhafte, betrunkene, fleischfressende Männer gerannt, habe mich beleidigen lassen und versuche irgendwie meine Kumpanen dazu zu bewegen, ein kleines bisschen Kompetenz an den Tag zu legen. Indem du sie selbst beleidigst. Ein Mitarbeiter, der so ein bisschen servicemäßig angestellt ist, kommt vorbei mit so einem kleinen Wagen reingefahren in seine Wartesituation, wo du gerade sitzt. Da sind verschiedene kleine Gläser drauf und du siehst dir genauer an, es ist halt nur so ein, es ist ein Monster mit einem Auge und einem Rüssel. Also sehr, es sieht aus wie so ein, was ein dreijähriges Kind malen würde. Und fährt nur so ein Rollerwagen vor. Guten Tag. Sie wollen was trinken. Was wollen Sie denn trinken? Ich denke, ich... Was haben Sie da? Ja, alles, was Sie haben wollen. Gut, dann fangen wir doch einfach mal an mit dem Wein dort drüben. Ja, normalen Wein oder Geisterwein? Ich hatte noch nie Geisterwein. Dann nehmen wir Geisterwein. Und er macht kurz und aus seinem Rüssel kommt der transzendente rote Wein heraus und er reicht dir mit dem Rüssel dann das Glas. Ja. Sehr freundlich, vielen Dank. Lincoln. Und ich kipp das jetzt nicht in unserem Studio aus, aber ihr wisst, was ich meine. Ha? Mhm. Während du es auskippst, es dampft noch ein bisschen. Geht es. Es ist Geisterwein. Also geht es durch den Boden und ihr hört nur, ah, verdammt, wo ist dieses Loch her? So, wo kommt dieser Wein her? Blob von Ektoplasma. Ja. Ja, ihr kommt, du siehst, wie Steve und eine weitere, etwas dünnere Ratte nach unten kommen und einfach nur noch mitten im Gespräch. Ja, also der neue Batman-Film, der ist wirklich, wirklich gut. Hast du den schon gesehen? Ich weiß nicht, was du meinst. Oh mein Gott, du musst ihn dir angucken. Oh, Sie können auch mitkommen, Sie können auch mitkommen. Mhm. Wir haben uns diese Person mit Anne hergeholt. Welche Person? Die Sie eingefangen haben. Den Bombi, Zombie, Aombi. Ja, was wollen wir denn mit dem? Na, uns angucken, was mit dem ist. Ja, was interessiert mich das denn? Sie können auch hier bleiben. Wollen Sie noch etwas? Ich kann Dieter noch mal fragen, ob er Ihnen etwas Wein gibt. Ich komme mit. Einen kleinen Augenblick. Und ich versuche, meine geistigen... Kann ich mir Namen geben, bitte? Ja, nicht anwesend. Fern entfernt. Ach, das war... Das tat weh. Und anderweitigen Kräfte zu sammeln. Um mich doch, weil ich doch ein bisschen was abgekriegt habe, zuletzt tatsächlich wegen einem richtig schlechten Dad-Joke aus der Riege hier drüben. Was? möchte ich gerne versuchen, mit Magie mich ein kleines bisschen zu heilen, damit ich gewappnet bin auf den Mental Damage, der jetzt bestimmt noch gleich folgen wird. Okay, Würfe auf Weird. Ich hoffe, deine Würfel machen es jetzt besser. Komm schon! Mental Damage Emotion. Ja! Okay. 13! Wow. 13. Fuck yeah! Okay. Dann heilst du um ein Haar. Oh, give me more. Ja, so. It's weirdly sexual heute. Oh, ja. Heute? Heute, stimmt. Ja, wie war das mit den dunklen, langen, tiefen, feuchten Tunneln? Wir müssen nicht wieder mit den Tunneln anfangen.
Die kommt von alleine. Die kommt von alleine. Aber wir können. Die kommt von also alleine. Geht einem, ja, widerstrebend folge ich der Ratte. Der Ratte. Also nicht von sich auf andere schließen. Dem Mann. Ihr geht einen langen weißen Tunnel entlang und biegt um eine Ecke und dort ist der Bombi festgeschnallt, Hannibal Lecter-Style und macht nur die ganze Zeit irgendwelche dummen Sprüche, die halt so Betrunkene machen. Rüdiger steht kurz da, springt von so einem kleinen Podest runter und geht dann so eine Mini-Treppe hoch, damit er dem Zombie auf Augenhöhe untersuchen kann. So tipp, 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 tipp. Und kommt dann mit verschränkten Armen Zeug. Ja, interessantes Exemplar, was ihr mir gebracht habt, ne? Noch nie einen betrunkenen Zombie gesehen? Ne, freilich nicht. Das Gefühl, dass hier haufenweise solcher Dinger rumlaufen. Betrunkene sind oft an der Warschauer Straße. Aber Zombies habe ich letztens gesehen, habe ich nicht oft gesehen. Ich bin nicht oft im Außeneinsatz. Ich habe davon gelesen, aber nichts darüber hinaus. Das ist ja alles ganz gut und sehr faszinierend. Aber hatten wir nicht eigentlich etwas ganz anderes zu tun? Ja, die paranormalen Energien von dem Ding gehen aus wie Schmidts Katze. Mhm. Also, von ihm? Schmidts, ja, Schmidts Katze ist sehr merkwürdig. Und ihr seht an einem Fenster so eine Katze. geh weg, Schmidt! Ich mach so den Vorhang zu. aber nichts physisch irgendwie merkwürdiges. Vielleicht schauen Sie euch das nochmal an. Ihr wollt damit sagen, dass dieser leicht angetrunkene... Leicht ist untertrieben. Ja, das ist nicht normal? Stockbesoffen. Überstockbesoffen. Ja, aber ich dachte, das wäre normal. Nein, nichts. Ich habe noch nie jemanden gesehen, der in irgendeiner Form einen Flaschenhals abgebissen hat. Ich würde meinen Okular nehmen und das noch ein bisschen zurechtjustieren und das dem Monster einen genauere Untersuchung verpassen. Und zwar würde ich auf Investigate a Mystery würfeln. Dann mach mal dein Investigate a Mystery. Nee. Ja, schön. Also irgendwie, ich glaube, ich muss noch mal das Okular putzen, wenn ich sehe. Dein rotes Auge geht so ein bisschen herum und wie so, wird immer dünner, wie so ein einzelner Punkt. Und auf einmal springt Schmidts Katze auf diesen Punkt und jagt diesen Laserpointer. Und du guckst, was? Und diese Katze jagt sich einfach hier diesen deinen Augenschein. Du bist ein bisschen abgelenkt. Mhm. Was hast du nur gewürfelt? Zwei Einsen. Schon wieder super zwei an. Fünfen, zwei Einsen. Die Besten für den Job. Die Besten für den Job. Gib das einfach weiter zu dir, weißt du? Mein kontinuierliches Versagen. Geht das jetzt immer so reihum? Wer schlecht würfelt? Ja, mach du als nächstes. Bist du dran. Du bist als nächstes Experience! Du kannst dich nicht so richtig konzentrieren. Du bist noch in deinen Dark Brooding Gedanken. Mhm. Was möchten die anderen machen? Also einfach nur anschauen wird jetzt nicht mehr reichen für mich, für Investigate the Mystery. Ihr müsstet mir schon noch was anderes sagen. Ich meine, ich schätze, wir könnten... Ich könnte einmal mit Katharina darüber reden. Sie ist zwar ein wenig unkonventionell, aber sie hat doch einiges an Erfahrung mit seltsam magischen Vorgängen. Vielleicht könnte sie eine Art Untersuchung anleiten. Ja. Ist das ein bestimmter Move, den du machen möchtest? Oder einfach Nein, nur so? Das war jetzt einfach nur ein Vorschlag. Aber tatsächlich, ich denke an sich darüber nach, sozusagen Big Magic zu benutzen. Was im Grunde ist, theoretisch kann ich alles versuchen, was ich möchte. Aber es gibt eine ganze Menge Bedingungen. Also es braucht entweder eine lange Zeit, ich muss ein Ritual vorbereiten, es braucht viele Leute, die mitmachen, viele Materialien. Das muss Paul mir dann mitteilen. Ja, sag mir mal genau, was du machen möchtest. Ich würde gerne
Wenn wir im D&D wären, dann würde ich gerne den Identifizieren-Zauber wirken. Okay. Möchte im Grunde gerne ein Ritual machen, um herauszufinden, was mit dem Typen nicht stimmt. Was das für komische Energie ist und wo die herkommt. Mhm, okay. Bei Big Magic braucht man entweder... Ich würde sagen... Du musst mir sagen, was ich brauche, ja, um das zu machen. Ja. Ich würde dir sagen, dass ein Vorschlag wäre, die Enkelin zur Hilfe zu nehmen. Auf jeden Fall mehr Personen, ja. Und ich möchte auch noch, you need to experiment with the spell. Hm. There's a lot of failures before you get it right. Hm. Und ich würde dir quasi dann Big Magic geben. Und wir benutzen die Fragen für Investigator Mystery durch deinen Dark Move, oder? Oder möchtest du einfach ganz genau wissen? Das ist ganz normal. Gut, dann würfel mal bitte Big Magic, also plus Weird. Okay, jetzt ich allein, weil ich habe ja jetzt keine anderen Personen, die mir helfen, ein Ritual zu basteln. Sorry, Brainfart, du brauchst ja erstmal Katharina. Ja, genau. Also ich möchte gerne Big Magic wirken. Das heißt, ich kann nicht einfach nur würfeln und machen, sondern das Ganze muss vorbereitet und geplant werden. Mein Vorschlag ist, ich würde meine Enkelin zur Hilfe nehmen und ich weiß nicht, vielleicht möchtest du dich auch noch daran beteiligen. Wo ist eigentlich Gwendolyn? Ich glaube, sie ist, war sie nicht verabredet? Und ich habe sie seit der Sache mit dem Bombi nicht mehr gesehen. Die Kamera schwingt zurück. Das ist ein wunderbarer Punkt, um einzusetzen. Und wir sind in einem schönen Berliner Restaurant, wo effektiv du als erstes da warst und du die Möglichkeit hattest, die zwei Tische für Lukas Justus und für den Polizisten so zu setzen, dass sie sich erstens nicht sehen und zweitens ein bisschen voneinander entfernt sind, sodass du erfolgreich beide gleichzeitig zu daten. Es muss jetzt aber auch das Ritz-Carlton sein. Ne? Ja, also ich finde, Lukas Justus muss sich schon ein bisschen und so. Also es ist auf jeden Fall es ist auf jeden Fall ein edles Restaurant. Rund um der Warschauer Straße gibt es auch so ein, zwei Schuppen, die ein bisschen edler sind. Und da bist du jetzt. Verheult, dein Make-up verschmiert, immer noch irgendwo mit so einer Schramme, weil du ja in U-Bahn-Gleise reingefallen bist. Genau. Bevor du jetzt das Date beginnst, machst du dich auf der Toilette nochmal etwas presentable. Und im Spiegel schaut deine Dämonenfreundin dir herzlich dabei zu und steht quasi hinter dir. Wir haben noch gar nicht Miri so richtig beschrieben, wie sie aussieht. Möchtest du oder soll ich? Whatever floats your boat. Okay, dann mach du gerne. Okay, mal uns ein Bild mit Worten. Mal uns ein Bild mit Worten. Wie sieht deine Freundin aus? Ja, also sie ist natürlich die schönste Person auf der Welt. Ja. Sie hat vier Augen. Sie hat so vier pechschwarze Augen und sonst ist sie halt so komplett weiß, also die Haut und die Haare. Und sie ist halt größer als ich, also schon sehr, sehr viel größer als ich. Wie groß ist Lindsay? Wie groß Lindsay ist, ist wahrscheinlich so 1,63 oder so. Dann würde ich sie so auf 2,10 Meter. Setzen, ein bisschen größer. Ganz bisschen größer, aber darauf stehst du ja, deswegen. Sie steht dann halt, sie schwebt so ein bisschen, also Miri schwebt so ein bisschen. Ich bin gespannt, wie du das abziehen wirst. Ich auch. Das wird witzig, richtig witzig. Ja, bestimmt. Soll ich dir irgendwie helfen oder willst du das alleine? Ja, das wäre voll nett von dir. Okay, was soll ich machen? Kannst du mir ein bisschen Zeit verschaffen, damit ich hin und her gehen kann? Das kann ich einmal machen und sie zieht ein Messer raus. Also ich kann es einmal machen und dann, das wäre die letzte Lösung, dass wir einen von beiden, den Polizisten
Doppelgänger, Lindsay. Ich glaube, ich schaffe das schon. Aber es ist voll nett, dass du das anbietest. Ich werde einfach ein bisschen Leuten die Suppe versalzen. Und ich bin noch nett, okay? Aber wenn du sagst, lass uns ein Safe Word sagen, wenn wir die letzte Option benutzen sollen. Und das Messer fängt an, nicht nur länger zu werden, sondern sich auch noch so zu biegen. Es ist sehr flexibel. Ja. Was ist dein Safe Word? Pampelmuse. Alles klar. Pampelmuse. Hatte ich lange nicht mehr. Gut, dann viel Spaß auf deinem Date. Zu wem gehen wir als erstes? Oh Gott. War ich mit beiden zur gleichen Zeit verabredet? Ja. Oh fuck. Also sie sind beide da und quasi sitzen jetzt an den entsprechenden Tischen. Du bist auf der Toilette und ich würde vorschlagen, dass quasi die Toilette nicht von den beiden Tischen gesehen werden kann, sodass du dich entscheiden kannst, wo du hingehst. Würde ich auch vorschlagen. Mhm. Wir wollen es ein bisschen spicy machen, nicht so. Sie sitzen nebeneinander. Sie sitzen nebeneinander. Ich muss kurz auf Toilette. Hups. Und deswegen. Ja. Ich habe mich ja gerade frisch gemacht. Das heißt, ich habe mich wahrscheinlich in meine presentable Gwendolyn Franziska-Version wieder transformed. Also würde ich, glaube ich, als erstes zu meinem Schatzi Lukas Justus gehen. Okay. Als du gerade hingehst, siehst du ihn zum einen auf so eins dieser BlackBerry Flipphones schreiben. Er hat noch das Headset drinne. Er hat so ein weißes Hemd an, tatsächlich recht presentable mit so einer schönen Weste noch dazu. Er sieht nicht schlecht aus. Handfuhren in den Haaren. Wollte ich gerade sagen. Die Haare sind zurückgegelt. Wir wissen. Macht nur noch so, ja okay, sobald der erste Tag in der Börse, also wenn wieder die Börse aufmacht, dann machen wir den Deal. Okay. Und macht das Headset raus. Gwendolyn, hi. Lukas. Schön, dich zu sehen. Setz dich und steht auf und macht so den Stuhl hin, dass du dich hinsetzen kannst. Gentleman's Style und so. Ja, was geht ab? Also wir haben uns ja ewig nicht gesehen. Ich war voll überrascht, als dein Vater gesagt hat, du möchtest dich mit mir treffen. Ja. wir haben uns wirklich lange nicht mehr gesehen. Seit du mir am See die Klamotten, glaube ich, geklaut hast, dass ich nackt nach Hause musste. Ja, das war schon ein bisschen witzig. Du wohnst ja gleich um die Ecke, deswegen keine Gedanken. Mhm. Sag mal, ja, wie geht's dir? Was machst du so? Was ich Studium, so mache. Ausbildung, Hobbys? Hobbys, ja. Also ich spiele immer noch Geige und zeige ihm so meine Geige, die ich natürlich immer dabei habe. Weird flex, but okay, ja. Ja, ansonsten geht's mir ganz gut. Ich hab eine Blasenentzündung leider, deswegen das ist ein bisschen blöd. Okay. Wir können auch irgendwo hingehen, wo es für dich besser zur Toilette. Nee, das ist schon ganz super hier. Okay. Ich kenne dich schon so lange und hab noch nie so richtig gefragt, was du magst. Gwendolyn, deswegen frag ich dich jetzt mal, was du so magst. Was ich mag? Dich natürlich. Aber jetzt mal fernab von Personen. Ich meine, du musst ja auch irgendwie außer Violine, das spielst du ja an sich für deine Eltern. Und oh, das weißt du? Das ist jetzt nicht, also das letzte Mal, als du die Mondscheinsonate gespielt hast, habe ich das leichte Fist gehört, was ein bisschen zu lange war. Deswegen. Unterschwellige Aggression. Was magst du denn eigentlich? Oh, da war ich jetzt gar nicht drauf vorbereitet, dass du dich für mich interessierst. Moment. Und er holt das BlackBerry-Phone raus und schreibt kurz raus. Ja, sorry. Ja. Ich glaube, das ist so eine intensive Frage, da muss ich jetzt, glaube ich, erstmal drüber nachdenken. Ich würde das kurz machen, ja? Ich würde da kurz drüber nachdenken gehen.
Dass ich dir auch eine super, super gute und ehrliche Antwort einfach geben kann. Ich würfel mal auf Manipulate Someone. Oh Mann. Ich glaube, jetzt sind wir an dem Punkt, die Blasenentzündung und ich muss mal drüber nachdenken, was ich mag. Lukas, Linze und die Blasenentzündung. Das ist Charme, ne? Ja. Dann habe ich eine 8. Eine 8. They do it, but only if you do something right now for them to show how that you mean it. klar, du kannst, ist es wegen deiner Blasenentzündung? Oder ich habe auch, und er holt so eine Tasche raus, ich habe auch das, dieser für deine Probleme dabei. Mhm. Während er so die Hand hier so hat, ergreife ich die Hand so ja. Und bin so, also nicht das, was er hält, sondern die Hand. Ja. Und so. Ich will einfach wirklich dir eine super ehrliche Antwort geben können. Ich meine, wenn das was werden soll, dann ist Ehrlichkeit wert am längsten. Dann müssen wir schon mit offener Kommunikation starten. Oh, okay. Mhm, deswegen möchte ich einfach dann nochmal drüber nachdenken, bevor gut, ich... Gut, dann geh auf... Du brauchst wirklich nicht... Und Viel später. Später vielleicht. Okay. Und du gehst weg Richtung Toilette und quasi wie so ein U gehst du quasi zum anderen Tisch. Währenddessen mache ich so Hannah Montana-Style. Ja. Style ich mich einmal schnell um, mache meine Haare wieder. Ziehst du vielleicht die Jacke aus, damit man dein Kleid sieht? So. Zieh die Ketten alle wieder raus. Machst du die Haare braun? Ja. Ich muss mal sagen, es tut mir voll leid. Lukas klingt eigentlich voll der geile Dude. Der interessiert sich für das so, hey, was magst du, was interessiert dich eigentlich? Er hat Hygienartikel für Damen dabei. Ja, scheiß ich auf das Miri, Lukas, let's go. Du sitzt da und der Polizist sitzt da, seinen Hut hat er abgesetzt, aber sitzt halt voll noch in Uniform, weil er direkt von der Arbeit hergekommen ist. Sitzt er da und hat einen Espresso bestellt. Ah, schön, dass du da bist. Krass, dass du jetzt einfach spontan Zeit hattest, also... Ja, für dich immer. Also. Wir kennen uns seit langem. Ich bin Thomas und du. Du bist Manne. Manne. Thomas ist mein Zweitname. Ah. Ja. Also du möchtest. Manne ist so dein beruflicher Name. Und ja, ich möchte das ein bisschen tauschen. Ein bisschen trennen. Ja, ich verstehe das voll. Ich habe auch einen Doppelnamen. Oh, okay. Und deine Namen sind? Du hattest nur Mädchen mit dreijähriger Schwester eingetragen. Ja. Mein Name ist die Gabel links vom Teller. Medela, ja. Okay. Das ist Schwedisch. Ja, das ist Schwedisch, richtig. Schön. Medela. Es ist wirklich. Du bist nicht das erste Merkwürdige, was mir passiert heute Abend. Das ist total krass. Ja. Also, die Leute sind irgendwie ganz schön betrunken heute. Also noch mehr erzähl als sonst. Ich interessiere mich vorher für dich. Also erzähl mal. Okay. Also, ich bin 1,80 groß. Ich meine jetzt von der Arbeit schon. Ach so, von der Arbeit. Passiert ist. Ja, es ist halt klassischer Polizisten-Scheiße. Klingt hart. Wir hatten eine Streife jetzt hier rund um Simon Dach und da sind einige feierlustige Leute sind halt immer dabei. Aber dafür habe ich ja das hier und er zeigt auf seinen Schlagstock, wenn die außer Reihe tanzen. Ja. Aber das ist halt wie so betrunkene Leute sind wie Epizentren, die dann ausbrechen. Auch jetzt beispielsweise am Ostkreuz sind die am Feiern wie Sau. Aha. Würdest du sagen, da sind sehr starke Emotionen vorhanden? Ich weiß nicht, was das damit zu tun hat. Was fühlt man, wenn man betrunken ist? Ist man dann nicht mit starken Emotionen? Ich weiß nicht, sag du es mir. Und ich mach so. Trinkst du nicht? Naja, ich dachte, wir beide könnten vielleicht hier so ein bisschen, vielleicht hast du dann auch ganz starke Emotionen. Also ich bin außerhalb vom Dienst und zeig zum Kennerin. Das zweimal das Stärkste, was ihr habt. Und Jägermeister. Und da kommt erstmal so
du sitzt dann mit ihm herum und dann kommen so zwei Gläser. Das ist einer meiner von Paul Lieblingsschnäpse. Die kommen in so Reagenzgläsern. Und das nennt sich Teufelsschnaps. Und es ist so ein Reagenzglas mit roter Flüssigkeit. Und du kriegst einen Reagenzglas halt vorgestellt und ich kriege einen. Also, ja. Und nimmt einmal Prost und packt hinter. Denkt da jetzt gerade an so eine Bar in der Eisenhowerstraße. Du, ja. Ja. Du hörst nur, wie Miri das im Hintergrund aus deinem Schatten her trinkt. Und du weißt auf jeden Fall, dass sie dabei ist. Sie ist immer in meinem Herz. Sie ist immer auch in deiner Nähe. Oh. Nicht zu sagen, in deiner Leber. Ja. Genau. Ja. Ich darf eigentlich nicht so viel erzählen, weil ich meine, wir kennen uns noch nicht so gut. Also deswegen ist das nicht so eine gute Idee, glaube ich. Oh, glaubst du? Wirklich? Würfel auf Manipulate someone. du möchtest ja ihm ein bisschen erzählen lassen. Ha, 11. 11. Also, they do it for the reason you gave them. Ah ja, wir werden uns schon besser kennenlernen. Bestimmt. Als er gerade ansetzen möchte, vibriert dein Telefon. So von wegen, es ist Lukas. So, hey, alles in Ordnung bei dir. Und er setzt gerade an. Ja, am Ostkreuz Richtung Stralau war eine übelst große Menge an Personen und die sind richtig gewalttätig geworden. Also ich weiß nicht, die waren richtig stockbesoffen. Richtig wo war übel. Das nochmal? Ostkreuz am Wasserturm. Mhm, an diesem großen Wasserturm, kannst du dich dran erinnern? Mhm. Ja, ja. Ja, ja. Da war es irgendwie, also richtig weirde Leute. Das schockt mich gerade total, emotional. Okay. Das wühlt mich gerade richtig auf. Okay. Ich glaube, ich muss mich vielleicht erstmal kurz beruhigen gehen. Mhm. Ja. Okay. Ist das okay? Du kannst ja vielleicht schon mal was zu essen bestellen. Ich hätte glaube ich, gern, ich werfe so einen ganz schnellen Blick auf die Karte, ich hätte hier gern das Pampelmus. Nee. die andere Sorte von dem Soufflé hätte ich gerne. Oh, okay. Ja. Klar. Sehr vor dem Hauptgang. Ich hol mir auch. Wir sind ja heute unter uns, da werde ich mir auch ein bisschen bestellen. Ja. Red weiter und währenddessen gehe ich und so weg. Als du gerade weggehst, und dich quasi Richtung Lukas aufmachst, so ein bisschen dich wieder am Umstylen bist, tritt dir eine Person in den Weg und ihr rempelt kurz zusammen. Noch ein Date. Und ich glaube nicht, dass es ein Date ist, weil in so einem braunen Trenchcoat mit einem Hut und einer Sonnenbrille sitzt dein Vater. Oh, Jesus. Sitzt dein Vater hier. Wie kannst du es wagen? Und da springen wir einmal kurz zurück. wir springen kurz zurück. Katharina, es ist mir vollkommen egal, dass du übermüdet bist und schlafen willst. Ich habe hier ein Problem zu lösen und du warst der Meinung, ich soll mich mit der Sache befassen. Also komm her und hilf mir. Okay. Ich komm. Gut, wunderbar, beeil dich. Bitteschön. Als ob sie ein eigenes Handy hat. Komm. Nein, sie ist ein Geist. Ich meine, sie hat kein Handy. Nein. Sie kann auch nicht telepathisch sprechen. Genau. Was kannst du eigentlich als Geist? Nicht mal Telepathie. Und ich gehe aus dem Raum hinaus durch die Wand. du wartest in dem Aufenthaltsraum. Dieter versucht dir immer wieder Geisterwein zu geben, weil er sieht, dass dein Glas immer leer ist und er füllt immer nach. Du bist mehr einer. Und du wartest 5 Minuten, 10, 15.
Eine halbe Stunde. Scheint nicht zu kommen. Okay, ich gehe wieder zurück durch die Wand. Kommt das Glas mit oder wird es einfach beigelassen? Schepper. Warum ist hier, ihr hört es von unten, warum ist hier überall Wein? Da müssen wir ja weinen. Wo bleibt das Mädchen denn? Irgendwelche Neuigkeiten? Hast du vielleicht ihre Handynummer? Du hast sie angerufen. Wir haben sie gerade angerufen. Einfach geraten. Wir reden, ich meinte eigentlich eher Lindsay, aber egal. So. Oh. Ach so. Ist klar, dass du mich anrufen willst. Ich habe schon von Katharina gesprochen. Ich meine, es ist kein so weiter Weg bis hierher. Ich habe ihr gesagt, sie soll sich beeilen. Vielleicht muss sie noch Menschen aus sich machen. Ach, das ist doch vergebene Lebensmühe. Die Tote von uns beiden. Ich kann es einfach nicht aushalten, hier so tatenlos herumzusitzen. Was möchtest du stattdessen machen? Darüber rumnörgeln? Du hast hier nichts zu melden. Ich weiß, ich habe es schon ein paar Mal angebracht. Aber ist das hier nicht eigentlich dein Metier? Warum mache ich eigentlich die ganze Arbeit? Weil du dich dazu genötigt fühlst aus irgendeinem Grund und nicht einfach uns die Arbeit machen lässt, die jetzt eigentlich im Wesentlichen aus Warten besteht. Oh, und was Besseres fällt dir nicht ein? Weißt du, du hast dich schon ganz schön verändert. Seit wir uns damals getroffen haben, da hattest du so viel mehr Feuer und Leidenschaft für das, was du tust. Und jetzt habe ich das Gefühl, dass du eigentlich gar nicht hier sein möchtest. Super, du hast mich ertappt. Also, der Job geht mir gerade einfach richtig auf die Nerven. Midlife Crisis. Oh, das kenne ich. Hatte mein Mann auch. Bei dir ist es eher mit Death Crisis, hm? Weißt du, ständig auf meinem Tod herumzureiten, ist nicht besonders kreativ. Und ständig auf meinem Job herumzureiten, ist auch nicht besonders kreativ. Ja, aber es ist wenigstens relevant. Reite doch einfach aufeinander rum. Sexual Tension! Ich will noch mal erwähnen, dass mein Charakter an die 63 Jahre alt aussieht. Und er ich ist Anfang 20. Miri ist fucking 500. Ach, weißt du, Liebe kennt keine Grenzen. Über den Tod hinaus. Was ist das, der Tod euch scheidet? Also offiziell bin ich geschieden? Ja, eben. Vor Gott ist alles jetzt okay. Also, let's go. Aber wenn du diese Arbeit nicht magst, warum machst du sie dann immer noch? Ich bin auf diese Arbeit angewiesen, beziehungsweise wenn ich auf eigene Faust was mache, dann kriege ich Stress von Pest und ich habe einfach keine Lust darauf. Dann geh doch rein. Und du hörst große Fußstampfen und die Tür springt auf und eher nach hinten durch dich hindurch. Und Ox in mein Büro. Es ist halt, ihr zuzuhören. Und ich gehe Ox hinterher. Du kommst an deinem Schreibtisch vorbei. Ich würde mal gerne deinen Schreibtisch ein bisschen beschreiben. Also, das ist eigentlich so ein typischer The Office-Schreibtisch, ja. Wo du einfach so ein relativ cooler Computer, also auch wirklich extrem flacher Bildschirm, curved Monitor, das auch ein Touchscreen hat. Das heißt, du kannst eigentlich die ganze Bedienung mit den Händen machen. Das eigentlich auch mit der Tastatur mal hättest machen können, aber es ist einfach fancier. Mhm. Aber ansonsten liegt halt so ein Batzen Papier links am Rand des Tisches. Du hast so ein Eckbüro und kannst damit zwei Wände voll machen. Es ist alles voll mit Batman-Poster. Vielleicht ist auch noch irgendwo Kong Fury dabei. Sind unterschiedliche, es ist Fanart dabei, auch von dir selbst gezeichnet. Justice steht ganz groß so oben drüber. Und du gehst in Ox Büro, die Tür ist offen und alle deine Kollegen gucken. Ich kann es kaum erwarten, dich zur Sau zu machen. Was fällt dir ein? Das geht gar nicht. Und er macht langsam die Tür zu. Ich wüsste dich feuern. Und als er die Tür zumacht,
Sehr gut. Sehr, sehr gut. Steve. Was soll die Aktion hier? Du hast... Ich mach dich gerade als zum Bad Boy. Also, damit du hast Bass gemacht. Du hast deine Performance geändert und du bist gescheitert und versuchst jetzt aus diesem ein Plus zu machen. Eine Stärke zu entwickeln. Das ist das, was ich meinte mit mehr. Wirklich? Ich soll diesen komischen Bad Cop machen? Ja, soll als nächstes kommen? Soll ich die Tür aufmachen und sagen, ich kündige oder was? Das wäre eine gute Idee. Vielleicht, guck mal. Alter, der will dir nur keine Abfindung zahlen, geh dich drauf ein. It's a trap. Damn. Das ist so viel eine viel bessere Idee als das, was ich vorhatte. Was muss ja keiner wissen. Do what you want. Jetzt war's deine Idee. Nein. Ich zieh meinen Plan durch. Ich bin Ochs. Also. Klar, kannst du also machen, wenn du kündigen willst, aber du willst schon noch das Monster einfangen, oder? So die Frage, ja. Siehst du, dann ist doch alles in Ordnung. Ich meine, das Monster entfliehen ist alles, das passiert auch mal jedem. Mir ist das passiert vor 500 Jahren. Ach was. Ja, und ich bin trotzdem hier. Und was war das für ein Monster, was bei dir entflohen ist? Irgendwie so ein Dämon, den ich in eine Vase eingesperrt habe, aber ich habe ihn nicht mehr gefunden, die Vase. Und dann wurde sie versteigert. Ah. Vier Augen? Ja. Okay. Naja, gut. Anyway. Deswegen, mach weiter Bass, mach mehr Experience. Und dann arbeitest du es einfach als Handbuch aus. Und dann kann ich dich einfach jetzt einsetzen. Gut, solange ich weiter Unterstützung bekomme. Naja, also, was brauchst du denn? Unter anderem. Das, wo ich schon gefragt habe, ein Monster auf Spürgerät, weil ansonsten gucken wir einfach nur irgendwelche Spuren an, die ins Leere führen. Ja, Rüdiger arbeitet daran. Ja. Also. Soll er bitte schneller arbeiten? Das er ist hat absolute eine Maus. Das ist absolute Priorität. Wenn wir Mäusen nicht alleine vertrauen können, Ratte. Dann brauchen wir noch Elefanten. Okay? Aber. Jeremy aus der anderen Abteilung ist nicht gerade gut zu sprechen auf Rüdiger. Dann sollen sie endlich mal ihre alten Streitereien beiseite legen und dafür sorgen, dass dieses Monster, was wahrscheinlich ganz Berlin bedroht, endlich einfangen können. Würfel mal auf Manipulate Someone, weil ich glaube, damit es schneller geht, müsstest du mir noch mal... Müsstest du ihn quasi überzeugen. Eine 10. Also. Then they do it for the reason you gave them. Das ist... Drohung. Gut. Wir machen das so. Mhm. Ich werde... Jeremy... Diese ganzen Namen muss ich mir jetzt merken von den Monstern. Jeremy in meinem Office holen. Und... Ja. Jeremy! Du arbeitest jetzt mit Rüdiger. Was? Und wir müssen das Monster auf Spürungsgerät jetzt besser machen. Schneller. Fertig. Okay. Und so. Das haben wir geklärt. Ich hoffe, ich konnte dir helfen. Und dein Blitzdings benutzen. Ich will nur nicht schon wieder die 7 Zwerge rausschicken. In Ordnung. So, und damit die Show jetzt richtig ist. Genau, dramatischer Abgang. Ich tritt die Tür wirklich dramatisch auf. Und außerdem könnt ihr mich nicht feuern. Ich kündige. Und ich nehme mein Badge und schmeiße das Orks wirklich so in die Stirn. Da geh doch! Und schmeiß es hin und zertritt das unter seinem großen Fußstapfen. Du gehst da raus und gehst zu... Frau Lehmann, Elsa. Ja, ich habe 100% nicht auf der anderen Seite der Tür gestanden und warte, was passiert. Mm-hmm. Vielleicht habe ich auch mal meinen Kopf so halb so reingesteckt und dann wieder raus. Ich habe mir auf gar keinen Fall ein Glas richtigen Wein geben lassen. Ich stehe jetzt da und wünschte mir, ich hätte Popcorn, weil, oh mein Gott. Katharina ist immer noch nicht da. Alles muss man selber machen. Du hast alles mitbekommen, oder?
definiere alles. Ich guck dich einfach nur an. Dramatischer Auftritt. Ist mir eigentlich egal, was du für private Probleme hast oder mit deinem Boss. Dürfte ich mir dein Mobiltelefon noch einmal ausleihen? Für? Katharina, weil sie immer noch nicht hier aufgetaucht ist. Dies ist der Anschluss von 0, 1, 2, 3, 5, 6, 3, 3, 3, 3. Sie ist auf dem Weg. Ist sie das? Wo soll sie sonst sein? Das Kind kann einen Geist beschwören, aber nicht links von rechts unterscheiden. Ich denke, wir sollten uns auf die Suche machen. Kannst du nicht einfach zu ihr fliegen? Tut mir leid, die Kunst des Schwerkraftüberwinden hat man mir mit meinem Ableben leider nicht verabreicht. Und du hast doch sowieso gesagt, dass wir nichts anderes tun momentan als warten. Also können wir uns doch nützlich machen und schauen, was mit dir los ist. Wie viel Zeit habe ich, bis das Gerät fertiggestellt wird? Es wird jetzt nicht Mitternacht, also gut noch eine Stunde, bis das Gerät fertig ist. Gut, dann komme ich mit. Wunderbar. Ihr geht Richtung Boxhagener Platz. Es ist nicht weit, daher habt ihr es nicht weit. Und wir springen zurück ins Fancy Hotel. Hotel schon, oh, so ist das Date geendet. Hotel-Restaurant, also Restaurant. Und du stehst deinem Vater gegenüber. Ich muss mal die Musik etwas, sie ist gerade sehr ruhig. Na, das ist vielleicht ein bisschen zu übertrieben. Wir machen mal Anspannung. Es ist jetzt kein Kampf, der ausbricht. So, schaut in deine Richtung. Wenn ich Pampelmuse sage. Schaut in deine Richtung. Du, mein kleines Mädchen, datet einen Streifenpolizisten. Das ist nicht so, wie es aussieht, Papi. Dinge, die man nicht sagen sollte. Es ist, ich habe gesagt, Lukas ist ein sehr guter Zuwachs für die Familie. Mhm. Und du datest hinter meinem Rücken. Nee, das ist gar kein Date. Das ist, wir treffen uns immer zum Spieleabend. Im Spieleabend? Ja. In einem Restaurant? Ja, ja, wir spielen da so ein Spiel, wo wir uns die Gäste angucken und dann so raten, was die beruflich machen. Das ist voll wichtig für meine Zukunft, dachte ich, dass ich so Menschenkenntnis lerne. Wirf mal auf Manipulate Someone. Oh Gott, ist diese. Die Lüge war schlecht. Ich finde die super. Ja. Ich finde die super. Kein Hirn, nirgendwo in sich. Ich habe eine 10. Du hast eine 10, okay. Keine Gehirnzellen. Niedliche Augen. Ich würde nicht sagen, dass dein Vater locker lässt, aber du wirst aus der Situation gerettet. Und zwar. Nee, das geht so gar nicht. Junges Fräulein, du kommst jetzt wieder mit nach Potsdam. Und greift dich an der Hand und zieht dich runter und sieht Lukas. Und einfach nur, Entschuldigung, aber wir müssen familiäre Angelegenheiten klären. Und Lukas schaut nun in deine Richtung. Wir haben den Tisch hier reserviert. Soll ich meinem Vater Bescheid sagen, dass das nicht passiert ist, das Date? Also ich meine, wir können auch gerne, das kann er dir dann bestimmt beim nächsten Golfen sagen, dass das nicht geklappt hat. Und er guckt in deine Richtung. Dein Vater steht so da. Nein. Das funktioniert alles. Gut, dann könntest du uns ja auch alleine lassen. Und geht einfach. Von Lukas, kannst du nicht einfach Lukas daten? I mean. Und in die Richtung, setzt dich zu Lukas. Also, was ist deine Antwort? Richtig. Guter Punkt. Da war Antwort. Jetzt bin ich aber gespannt. Das muss eine gute Antwort sein. Nachgedacht habe. Du hast sehr lange drüber nachgedacht. Ja. Also ich mag sehr gerne Eiscreme und Blumen
Und ich meinte nicht, was du gerne geschenkt bekommst. Ich meinte das, was dich wirklich interessiert. Also ich meine, irgendwas muss dich ja interessieren, außer Violine spielen. Also du willst das jetzt so wirklich wissen, was ich mache? Ich muss das wissen. Du musst das wissen? Ja, meine Familie erwartet, dass wir anfangen. Ich muss ja irgendwas erzählen. Oh. Und ganz ehrlich, ich habe darauf auch keinen Bock. So, meine Familie denkt immer noch, ich studiere BWL-Master. Ich dachte, du studierst Medizin. Okay, ich weiß nicht, was ich Ihnen erzähle. Ich bin Ranger in Brandenburg. Deswegen. Und du musst mir einfach nur helfen, eine Front zu halten für meine Familie, okay? Übrigens, ich bin auch gay. Komm. Nimm mir meinen Joke nicht weg. Sorry. Ich will mit meinem Freund einfach in Ruhe leben, okay? Oh. I'm an ally. Okay. Schön. Ja, was würde deine Familie denn gerne hören? Einfach nur, dass das Essen gut lief. Und deswegen muss ich wissen, was du gerne magst. So. Und damit wir wissen, damit ich ein bisschen was erzählen kann. Ja. Also, wenn es dich jetzt wirklich so zumindest so semi interessiert, also ich interessiere mich so ein bisschen für so. Ich flüster so okkulte Sachen. Mhm, okay. Also was ist denn dein Sternzeichen zum Beispiel? Ich bin Zwilling. Das wird nichts Gutes. Super. Was bedeutet das? Ist das schlimm? Also ich kann mir ja nicht aussuchen, wann ich geboren wurde. Warte, wurdest du im Mai oder im Juni geboren? Mai. Ja, okay. Nee, das ist voll gut. Das ist voll gut. Was denn? Also, ich kann dir vielleicht dein Horoskop dann mal schicken oder sowas. Klar, mach das. Also, und ich schick dir dann, weil du musst ja auch was wissen, was meine Eltern denken. Mhm. Ich studiere Medizin, habe ich gesagt, ja. Genau. Mhm. Und ich schick dir einfach meine NFT-Kollektion, die ich gemacht habe. Da kannst du dann einfach auch eine Sache kaufen. Also, ich geb dir einfach eine. Und dann ist da so ein bisschen was mit drin. Vielleicht gar keine schlechte Idee. Schickst du mir noch so ein Selfie im Arztkittel oder sowas, falls du sowas hast? Sure. Und er holt das Blackberry raus. er holt nicht das Blackberry raus, sondern er holt tatsächlich ein anderes Telefon raus, so ein Fairphone. Und packt dann da rum und schickt dir dann das Bild. Das ist meine richtige Nummer. Nicht meinen Eltern geben und so. Hatte ich nicht vor. Okay. Gut. Willst du ehrlich gesagt hier sein? Ich weiß nicht so richtig. Ich verstehe schon, dass das mit so, wenn man Infektionen hat. Ich muss ja ein bisschen Medizin studiert haben, damit ich da auch Bescheid weiß, dass das sehr unangenehm sein kann. Mhm. Ja, also um jetzt ganz ehrlich mit dir zu sein, eigentlich habe ich hier noch einen Spieleabend. Ein Spieleabend hier im Restaurant? Ja, ist eine lange Geschichte. Also wir müssen jetzt das auch nicht. Also ich gucke so, ob mein Vater wirklich ganz weg ist. Ja, er ist auf jeden Fall raus. Und als du dann quasi nochmal nachguckst, siehst du quasi diesen Trenchcoat und dann schnell weg. Okay, also es wäre halt super, wenn du rausgehst, wenn du irgendwie so ein bisschen so auch verliebt machen könntest oder so. Kriech hin. Ich werde einfach deinen Vater ein bisschen. Meinen Vater angucken? Nein, deinen Vater ein bisschen belabern. Der wird auch sowieso noch da. Hallo. Du einfach richtig verliebt. Ja, ich werde an deinen Vater denken. Ja, das dachte ich nämlich auch. Ja, ich werde dann einfach an deinen Vater denken. Schon ein Schnittchen. Emin. Ja, kann ich jetzt nicht beurteilen. Ich weiß, das ist weird, aber das ist okay. Ich mag weird. Gut. Oh. Und er hat nicht so richtig bestellt, sondern er steht auf, bezahlt und geht dann raus und fängt dann, du siehst richtig an, wie er aus seiner Bewegung, wo er jetzt kurz die Maske fallen gelassen hat, wieder reingeht und in so einen Poserlauf geht.
Und dann nochmal so, ah, komm mal her, ich will dir nochmal über NFTs oder so und weitererzählen. Sie wieder die Fassade eines NFT-Bros hält. Startup-Bros. Es gibt Gym-Bros, die sind schon scheiße, aber NFT-Bros, meine Güte. So. Genau. Ich bin jetzt gerade, ach fuck, ich habe vergessen, wann wir Pause machen. Okay, weiter geht's. Und zwar, du sitzt noch mal kurz bei den Polizisten oder möchtest du, okay, du gehst noch mal zu den Polizisten. Ich würde gleich wieder zurückspringen und wir kommen jetzt zu der Szene rund um Katharina. Wo verschlägt es euch hin? Zu ihrer Wohnung. Okay. Dachte ich. Ja. Als ihr gerade an der Wohnung vorbei, also kommt, kommt euch entgegen ein Krankenwagen. Und fährt weg von der aus der Straße, wo Katharina wohnt, am Boxhagener Platz. Ich hoppel mit meinen kleinen Stöckelschuhen die Treppenstufen hinauf, weil ich immer noch nicht wirklich fliegen kann, so ein Scheiß. Und betätige die Klingel. Keine Antwort. Kannst nicht durch die Tür gehen und selber nachgucken? Ja, stimmt, da war ja was. Ein Moment bitte. Und ich gehe aber durch die Tür. Wow. Wie hieß nochmal dieser Cheatcode bei Gothic, wie man durch Wände gehen kann? Ich habe Gothic nie gespielt. Na. Shame. Sofort des Tisches verwiesen. Der ist bis zu uns gerollt. Oh je, yeah, je. Yeah. Entschuldigung, ja. Ich muss mich kurz sammeln. So ein, das ist das einzig gute deutsche Spiel, was es gibt. Okay. Halt, stopp. Anno, nein. Fuck Anno. Fuck Anno. Anno 16.2 war geil. Im Übrigen ist es unglaublich unhöflich, einfach so in die Wohnung einer Person einzudringen, ohne wenigstens vorher einmal geklingelt oder geklopft zu haben. Ich möchte ist das deine nicht. Eigene Wohnung? Nein. So gesehen, nein, aber wie auch immer. Selbst den Schlüssel hört man im Schloss drehen. Katharina? Keine Antwort. Katharina? Ich gehe einmal durch alle Räume. Niemand da? Ach. Ich setze mich in meinen Lieblingssessel. Mhm. Die Tür immer noch verschlossen. Hast du nicht etwas vergessen? Nein, ich glaube, die Fische habe ich gestern schon gefüttert. Einen Moment bitte. Ich weiß, dass mein Glas nicht um. Und was möchtest du machen? Ich würde jetzt tatsächlich versuchen, die Tür aufzubrechen. Oh. Okay, Würfel auf Kick some ass. Kick some ass? Sechs. Kick ass off the door. Okay, du nimmst Anlauf und diese alte Berliner Tür ist massiver, als du denkst und man hört nur ein Ich kann mich so nicht konzentrieren. Was möchtest du gerne machen? Ich stehe auf, ich gehe hin, ich schließe die Tür auf, ich öffne die Tür. Du siehst mich, wie ich so ein bisschen in meinem Bein halte. Dankeschön. Das war eine ziemlich blöde Idee. Jetzt komm rein. Das war auch eine blöde Idee, mich warten zu lassen. Lass das wartet nicht. Du kannst hier nichts ausrichten. Lass mich das nur machen. Entschuldigung. Ich tippe zurück. In meinen Sessel. Ja, ja. Ich versuche noch einmal anzustimmen. Oh, jetzt kommt. Und versuche mich auch dieses Mal ähnlich wie in der U-Bahn zuvor auf die Schwingungen des Raums einzustimmen und möchte gerne Magie benutzen, um in die Vergangenheit zu sehen. Okay, dann würfe mal auf plus weird. Magic! Magic? Ja! Das ist. Ich kann rechnen. Eine 11. Dann, the magic works without issues. Ja. Issues in effect. Also, du willst wieder in eine Zeit gucken. Genau, ich möchte in die Vergangenheit sehen von, ja, die letzte halbe Stunde, schätze ich. Oder vielleicht ein bisschen länger. Die letzte halbe Stunde, ist, so. Ja, okay, sagen wir die letzte Stunde. Die letzte Stunde siehst du, wie Katharina sich zum einen verbindet, irgendwann kurz einmal umkippt
dann nur noch zu ihrem Telefon greift und die Tür öffnet und zu Boden geht. Da, wo sie zu Boden gegangen ist, würde ich dir auch geben, ist ein Blutfleck. War das schon vorher da? Nein, nein, nicht, dass ich wüsste. Ich, vielleicht sollten wir doch im Krankenhaus nachsehen. Ich verstehe das gar nicht. Ich habe sie doch eigentlich relativ gut wieder zusammengepflegt. Also, gut, würde es dir etwas ausmachen, wenn wir uns Richtung Krankenhaus bewegen? Ich würde mal nachfragen, ob ich ein Fahrzeug gestellt kriege. Du rufst bei Dieter an und Steve, diese Nummer ist nur für Mitarbeiter. Ach, ich mach das schon. Stell mich an die Straße. Taxi! Taxi! Hast du überhaupt Geld? Nein, du? Ich hab Geld. Genau. ihr erinnert euch, ihr wissen sie gar nicht von dir, oder? Was? Dass du ein Auto hast. Ja doch, oder? Habt ihr mich gesehen, wie ich angefangen habe? Nein, haben sie nicht. Ja, dann nicht wirklich. Habt ihr Pech, ne? Deswegen wisst ihr noch nicht. Wir springen wieder zurück zu dem Date. Dem Spieler. Dem Spieleabend. Dem Spiele-Date. Play-Date. Play-Date. Verstehe ich was anderes drunter. Okay. Spiele. Wir sind nur für das verantwortlich, was wir sagen, nicht für das, was in deinem Kopf passiert, Paul. Mhm. Ja, aber ich habe hier gerade schon so eine zweideutige Kommunikation mit den Zuschauenden etabliert. Wow. Deswegen zurück zu deinem Playdate. Also, du setzt dich wieder zu den Polizisten und ja, ich mach mal die dramatische Musik weg. Ja. Wolltest du mir nicht auch eine Frage machen? Ah, nee, bist du nicht mehr so geschockt? Ja. Hast du dich beruhigt? Ja. Gut. Ich hab ein bisschen durchgeatmet. Die sind auch mega merkwürdig blau angelaufen. Was? Wer nochmal? Die feierlustigen Leute im Ostkreuz. Mhm. Kannst du mir das kurz einmal, ich gebe mir so mal Handy, kannst du mir das kurz einmal bei Google Maps den Standort vielleicht? Warum? Also, willst du dir das anschauen? Das ist gefährlich. Nee, ich möchte einfach besser nachvollziehen, was du so gemacht hast heute. Würfel mal auf Manipulate Someone. Das ist, gute Idee. Na, ich meine, natürlich ist das gefährlich. Da muss ich ja wissen, was für einen gefährlichen Ort ich unbedingt meiden muss, ne? Nee, 8, ich kann nicht rechnen. 8. They do it, but only if you do something for them right now to show them that you mean it. Also, was möchtest du machen? Also, ich weiß nicht, ob ich dir das zeigen würde. Es ist schon ziemlich gefährlich. Ja, aber ich meine, Gefahr ist doch auch ein bisschen aufregend so. Also, ich dachte vielleicht, wo wir jetzt schon den Shot getrunken haben, vielleicht... Du bist ein starker Mann an meiner Seite. Nun gut, also ich kann dir das gerne zeigen, klar. Voll nett und er von zeigt dir auf dem Telefon genau, wenn du, ich weiß nicht, wie gut du dich in Berlin auskennst, Cordula, wenn du vom Ostkreuz, sie steigen in den Zug ein und fahren direkt zum Ostkreuz. Und da gehst du dann quasi die Treppe runter, nicht Richtung Sonntagsstraße, sondern Richtung Stralau. Und da ist direkt, wenn du herunterkommst, ein großer Wasserturm. Okay. Und da sind die anscheinend ziemlich wild am Feiern. Genau. Ja, es ist voll lieb von dir, danke. Okay. Und was machst du so? Wenn ich jetzt so auf die Uhrzeit gucke, hattest du noch was zu erzählen davon eigentlich, oder was ist das? Ich glaube, das funktioniert nicht. Ich habe mich ein bisschen gefreut,
Und ich glaube, das funktioniert nicht. Oh nein, bitte geh nicht. Das wäre voll schade. Du kannst hier das Soufflé gerne haben. Mhm, welche Geschmacksrichtung ist das? Pampelmuse. Und Miri hört nur so auf. Nee, ich wollte doch die andere, den anderen Geschmack. Würfel mal bitte auf Nein. Act Under Pressure. Nein. Oh no. Oh no. Oh no, 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 no. Oh hell no. Du kannst auch auf Plus Charm würfeln durch dein Bond. Zu spät, ich habe schon gewürfelt. Act Under Pressure ist cool, das heißt, ich habe eine 7. They do it. The keeper is going to give you a worse outcome, a hard choice or price to pay. Oh, I don't know. Okay. Hard choice. Mhm. Entweder der Polizist sieht, wie du Miri aufhältst und sieht quasi hinter einen Schleier. Oder du siehst diesen Polizisten nie wieder. Definiere nie wiedersehen. Miri kümmert sich um das Problem. Bloß so, dass du es nicht siehst. Versetzt sie ihn vielleicht irgendwie in die Karibik oder so. Sie versetzt ihn ins Nachleben. Mhm. Fuck. Sieht nur er das dann oder alle? Nein, nur er dann. Weil du quasi mit deinem Schatten sprechen wirst. Vielleicht kann ich ihn ja überzeugen. Sie bringt ihn um die Ecke. Das ist so eine Nee, du hast Act Under Pressure gemacht. Damit würde er hinter den Schleier gucken. Er würde es sehen. Ich kann ihn jetzt nicht einfach sterben lassen, ne? Ja, okay. I guess er sieht mich und sie ihn. Okay. Als du quasi... Nein, stopp. Schaut er so, was machst du da? Und dieser gleiche Ausdruck, den ihr schon bei dem Späti-Besitzer gesehen habt, so einen ersten ganz, was ist jetzt los? Oh mein Gott, es gibt Monster. Fuck. Und anders als bei dem Späti-Besitzer, der komplett in Angst vergangen ist, ich gehe da mal. Ma'am? Und guckt in Richtung Miri. Ich geh mal. Und er geht aus dem Restaurant raus. Mhm. Warum hast du mich aufgehalten? Weil ich hab... Unser Codewort war Pampelmuse. Aber er hat es gesagt, nicht ich. Stimmt. Ach, Miri. Dann ist es nur so langweilig, da auf Dates zu gehen. Vor allem, wenn man nicht teilnimmt. Aber du hast doch quasi teilgenommen. Also du warst doch quasi auch mit mir auf einem Date jetzt, oder? Ja. Aber wenn ich Dates plane, ist da mehr Blut und tote Leichen. Warum hast du für uns noch nie ein Date geplant? Soll ich ein Date planen? Doch lieber nicht. Also ich hätte eine wunderbare Location, wo wir ein paar Leute klinisch und ohne Fingerabdrücke einfach um die Ecke bringen können. Aha. Ist zufällig bei dir in der Nähe? Bei dir in Heiligensee? Oh, steht eine Villa leer. Vielleicht können wir ja stattdessen einfach irgendwie in so ein Haunted House gehen oder so. Darf ich da die Scare-Actor wenigstens, die Scare-Actors abschlachten? Nee, aber vielleicht kannst du dich ja bewerben. Kolla, versuchst du gerade Miri zu... Das ist so eine Sekte. Selbst deine Dämonenfreundin willst du überzeugen. Nein, du brauchst nicht würfeln. Du brauchst nicht würfeln, das war ein Joke. Ich dachte vielleicht, let's go. Na komm, wirf auf Manipulate Someone. Obwohl, kannst du nicht machen, I'm sorry, sie ist ein Monster. Aber sie ist mein Monster. Manipulate a Person. Sie ist dein Monster. Was hast du denn gewürfelt? Ich habe 7 gewürfelt. Ja gut, dann schaut sie dich an. Pass auf.
Ich nehme mein Messer mit. Du kriegst auch ein Messer. Und vielleicht, wir laufen durch den Park und stolpern vielleicht in eine Person. Ja, Kompromiss? Also, das ist ja im Herbst, das ist ja noch ein bisschen hin. Von daher, vielleicht können wir so lange schon mal was anderes machen. Also der Polizist hat mir ja hier so ein GPS gegeben. Vielleicht können wir da mal hin. Stimmt, der Polizist. Und was mit den anderen? Also ich meine, ich finde es cool, dass wir alleine rumgehen, aber vielleicht ist es sinnvoller. Ich bin ziemlich stark, aber I'm sorry. Aber ich habe ein paar Jahre mehr auf dem Buckel. Wirklich? Ja. Ich dachte, du wärst auch so alt wie ich. Ich bin 520. Oh, komisch, dass das in 5 Jahren nie aufgekommen ist. Nee. Oh. Naja, also. Ja, wir können natürlich gerne, also ich meine, Steve kenne ich ja privat. Ich glaube, von dem habe ich die Nummer. Ich könnte ihn anrufen. Na, dann macht das am besten. Okay. Woher kennt ihr euch nochmal? Ja, er hat mich mal getroffen, als ich mit meiner Mutter auf einer Hausbesichtigung war. Oh, er kennt Gwendolyn, also. Ja, er kennt Gwendolyn, Franziska. Aber jetzt kennt er auch mich und dich, also. Ja. Gut, dich kannte er da, er war ja dabei, als ich die Vase zerbrochen habe, also. Ja. Also, gut, dann. Ruf ihn an. Mhm, okay. Wir springen zurück ins, befindet ihr euch auf dem Weg oder sagen wir, ihr habt doch da gewartet? Ich hab mir ein Taxi gesucht. Du hast dir ein Taxi gesucht, okay. Wenn er dafür zahlt? Wenn du dafür zahlst. Okay. Dein Handy vibriert und es ruft. Ich glaube nicht, dass du sie richtig eingespeichert hast unter dem richtigen Namen, also unter Lindsay, sondern unter Gwendolyn. Und deswegen. Hä, wer ist nochmal diese Gwendolyn, die mich anruft? Und dann. Hallo? Achso, sorry, eine Sache habe ich noch vergessen. Vibriert und dabei. Schön polyphon. Ja, na klar. Dein Handy vibriert. Und du gehst dran. Hallo? Hi! Ach, du bist Gwendolyn. Hallo. Oh, Gwendolyn. Seit wann denn? Egal. Wir haben jetzt einen Standort, wo wir hingehen könnten vielleicht. Und zwar? Das ist, ich gucke noch mal in meine Notizen, das ist so ein Wasserturm, Turm, Wasser, Ostkreuz irgendwie. Ach, der Ostkreuz, okay. Mhm. Wir haben noch was Dringendes zu erledigen, aber wir kommen gleich zu dir, okay? Okay, sollen wir schon mal vorgehen? Wo sollen wir hinkommen? Lasst uns gemeinsam fahren. Und Lindsay, hörst du im Hintergrund. Wo seid ihr hin? Miri, fuck, ich komme immer durcheinander. Nimm vielleicht den ganzen Namen, dann ist es leichter. Ja. Wir sind auf dem Weg zum Krankenhaus. Ich glaube, das nächste ist das Urban-Krankenhaus. Was ist denn passiert? Erklären wir später. Oh, okay. Darf ich fahren? Wenn du diesmal auch auf der richtigen Straßenseite fährst, also... Gut. Sie ist eine Britin, okay. Gut, alles klar. Ich fahre auf der richtigen Straßenseite. Danke, ist voll lieb von dir. Setzt sich rein, du schneidest dich an. Habe ich übrigens erwähnt, dass ich farbenblind bin und dann... Und fährt los. Alle grünen Ampeln und roten Ampeln sehen für sie gleich aus. Gut, wenn man so komplett schwarz aus. Ja, eben, sieht man das als schwer. Ich meine, es ist dunkel, da sieht man schon, was leuchtet und was nicht leuchtet. Also sie könnte, wenn sie wollte. Wenn sie wollte. Wenn sie wollte. Wenn sie wollte. Wirf mal auf Act Under Pressure. Ich? Ja. Oh boy. Du hast dich nicht angeschnallt, okay. Nein, du. Doch, er hat gerade gesagt, ich bin nicht angeschnallt. Du hast dich angeschnallt, aber mir geht es gerade darum, quasi... Oh mein Gott. Vielleicht eine Bremsstreifen hinterlassen werden. Ja, du kannst, genau. Level up! Yeah! Okay. Das ist... Kennst du Achterbahnen, wo man sich denkt... Ich kenn Achterbahnen, ja. Ach du Scheiße, ich werde da niemals raufgehen. Oh nein. Scream. Diese Achterbahn will ich niemals betreten. Nee, ich liebe Achterbahnen. Liebst Achterbahnen. Okay, can't relate.
Das wäre für mich dann absolut jede Achterbahn auf der gesamten Welt, damit allem schlecht wird, was sich bewegt. Aber Twister sind für mich ganz schlimm. Mm. Diese Kraken, die sich dann noch bewegen. Auf dem Alex hatten sie mal da. Aber vielleicht, um das Gefühl, ein bisschen nachzuvollziehen. Ja. Ich war mal beim Base Flying vom Park Inn, wo sie dich mit einem Seil so richtig schnell runterlassen, als wärst du im freien Fall. Und ich, als jemand, der Höhenangst hat, hing dann da so und von wegen, ja, streck die Arme aus, macht voll Spaß. Ich so, nee, lieber nicht. Und dann haben sie mich fallen lassen und ich habe gespürt, wie mein Körper zu mir geschrien hat. Nein, bitte nicht nein, warum tun wir das? Nein, so ungefähr. So ungefähr. Nein. Miris Fahrkünste erinnern ein bisschen so an Cruella de Vil aus 101 Dalmatiner. Sure. meinst du jetzt Emma Stone oder meinst du jetzt die Comic-Vorlage? Ich auch. Ja. Ich sehe gerade dieses Bild von Cruella de Vil mit richtig wahnsinnigen Augen wehen. Ja. Vier davon jetzt auch. Und ihr trefft euch dann im Krankenhaus. Und da gehen wir jetzt mal in die Pause. Wir machen 15 Minuten Pause. Trinkt etwas, geht auf Toilette, Hände waschen nicht vergessen. Ich sehe das. Und wir sehen uns in 15 Minuten wieder. Bis dahin, bye-bye! Hey Kids, wollt ihr ein bisschen Monster kaufen? Herzlich willkommen zurück. Und ich würde sagen, wir steigen einfach gleich direkt ein in unserer Folge Grey's Anatomy. Ja, Katis Anatomy. Ja, Katharinas Anatomy. I can do this all on my own. No, I know. I'm no Katharina. So. Wait, I'm not? Ihr kommt hinein. Und an der Rezeption steht so ein älterer, sehr, sehr genervter Mann. Was kann ich für euch tun? Herzlich willkommen im Krankenhaus. Wunderbaren guten Tag. Ich bin auf der Suche nach meiner Enkelin. Ist die vielleicht vor kurzem hier bei Ihnen eingeliefert worden? Name? Katharina Obermeier. Geht zu seinem Rechner. Computer sagt nein. Und ihre Beziehung ist die Großmutter. Ja. Den Gang entlang und dann links. Haben Sie, vielen Dank. Moment. Und Sie beide stehen wie? Achso, stimmt, du bist da jetzt auch da. Ja. Das ist die Cousine. Mhm. Und Sie? Cousin dritten Grades. Eigentlich hat er ja ein Auge auf Sie geworfen, aber... Was? Ich kann Sie nicht so gut verstehen. Können Sie ein bisschen lauter sprechen? Nicht so wichtig. Okay. Wen hast du ein Auge geworfen? Auf wen habe ich ein Auge geworfen? Nicht so wichtig. So richtig gesagt, ihr Auge es sollten Sie sich mal angucken. Es ist sehr blutunterlaufen und er zeigt auf dein mechanisches Auge, was hinter dem Schleier einfach wie so ein blutunterlaufendes Auge aussieht. Oh ja, vielleicht können Sie uns auch gleich die Richtung der Augenambulanz nennen. Der Gang rechts. Wunderbar. Sie wissen gar nicht, wie viele Augenunfälle wir hier haben. Deswegen haben wir die nicht Intensivstation. Die Aufnahme direkt neben der Augenabteilung. Faszinierend. Ja, ja. Vielen herzlichen Dank. Okay. Komm. Und ihr geht den Gang entlang und dann links und findet Katharina in einem Bett sitzen mit einem Eispaket. Mhm. Einfach nur den Kopf nochmal. Am Eispaket und eine Bluttransfusion. Oh. Katharina, Liebling. Alles in Ordnung? Was ist passiert? Natürlich ist sie nicht in Ordnung. Das siehst du doch. Schatz, was ist passiert? Nimm das Eispaket runter. Nichts ist passiert. Es ist alles in Ordnung. Ich
Ich meine, es ist offensichtlich nicht alles in Ordnung. Ich rufe dich an und dann brichst du plötzlich in deiner Wohnung zusammen und jetzt sitzt du hier mit diesem Ding. Hast du wieder geguckt, was ich mache? Ja, habe ich. Ich mache mir Sorgen um dich. Wenn ich dich anrufe und du meldest dich nicht und du gehst nicht an die Tür und ist... Also bist du eine Helikopter-Ur-Ur-Großmutter? Zufälligerweise. Könnten wir vielleicht etwas Privatsphäre kurz bekommen, damit ich mit meiner Ur-Ur-Ur-Oma reden könnte? Meinetwegen. Du sollst mich doch nicht so nennen. Da fühle ich mich so alt. Tut mir leid, du bist aber Forever 69. Also, deswegen... 65. Okay, I'm sorry. Keinen Tag älter. Ich wollte nur einen Joke machen. Ja, die Wunde hat... Du hast zwar einige Wunden geschlossen, aber nicht alle. Und sie zieht so ihren Kittel hoch und eine große Wunde... war quasi offen, die jetzt verbunden ist. Oh. Eigentlich macht das nichts aus, aber... Also, Ist halt schlimm, wenn ich mich schneide. Nochmal bitte. Ich habe eine Hämophilie. Normalerweise sollte man das, ist das vererbbar, aber bei mir hat es sich neu mutiert. Das passiert das super selten. Was genau ist das? Ich verliere sehr schnell sehr viel Blut. Oh. Und ich habe kein Blut mehr gehabt, also bin ich dann umgekippt. Ich konnte noch rechtzeitig reagieren und habe quasi freien Bahn gemacht, aber... Und warum hast du mir das nicht gesagt? Ich meine, als ich dich geheilt habe unten in der U-Bahn oder als ich dich am Telefon hatte, ich meine... Du bist immer so in deine Sachen verstrickt. Du willst gern ins Nachleben, zurück in die Welt danach, ins Jenseits, Himmel, was, wie auch immer du es nennen möchtest. Aber ich habe nie so... Warum bist du eigentlich hier geblieben? Das hast du mir nie erzählt. Währenddessen horche ich durch die Tür. Wow. Bitch. Wow. Wir kommen gleich zu euch. Nun, also... Justice. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich dir zumindest erzählt habe, wie ich in diese Lage hier geraten bin. Ja, du hast mir erzählt, wie du gestorben bist, richtig? Ja, genau. Es sollte eigentlich ein sehr vergnüglicher Abend werden und... Mein Ex-Mann hatte einige Freunde zu uns eingeladen und ich war gerade dabei, den Braten zu servieren, als ich ihn, gesehen habe mit dieser, du kennst ja die Geschichte und Dieser Gussfeuer. Ja, genau. Und... Nun ja, nach meinem tragischen Ableben in dieser äußerst dramatischen Situation hielt ich es doch für sehr, sagen wir, unfair, dass dieser Mann die Erlaubnis haben sollte, den Rest seines stinkigen kleinen Lebens einfach in Ruhe und Frieden weiterzuführen, als ob nichts gewesen wäre. Also bin ich zurückgeblieben, um ihm eine kleine Lektion zu erteilen. Okay, also das mit dem, du bist aus dem Zug wieder ausgestiegen. Weiß ich. Ja. Und du hast ihn dann quasi geärgert? Ja, so könnte man das nennen. Weißt du, er war nicht mehr ganz der Jüngste. Er hatte einige Probleme mit seinem Herzen. Und die Medizin war damals noch nicht so weit wie heute. Also, ja, ich habe dafür gesorgt, dass er diese Tat seinen Lebtag nicht mehr vergessen hat. Okay. Ich habe es dir nicht erzählt, weil ich nicht geglaubt habe, dass du in irgendeiner Form das verstehst. Ich gehe nicht oft raus, ich mache meine Arbeit zu Hause, ich gehe nur einkaufen. Ich weiß, man kann damit relativ einfach leben, aber bin ein bisschen paranoid. Was dachtest du, was ich tun würde?
mich in Watte packen. Noch mehr. Ich meine, dass du zu Hause bleibst und die Wohnung nicht verlässt, das war deine Entscheidung, Kind, nicht meine. Aber ich wollte ja, dass du mich nicht dafür, dass du mich nicht dazu zwingst. Soll ich vielleicht noch mal versuchen, dir ein wenig zu helfen? Du weißt, wenn ich das mache, geht das vielleicht ein bisschen schneller. Sei mein Gast. Gut. Gut. Leg meine Hände auf ihre Schultern und versuche Magie zu benutzen, um sie zu heilen. Wirf immer auf Use Magic, also plus Weird. Ich benutze ein Luck Point, damit das funktioniert. Bei Herr der Ringe, als Frodo den Ring kurz einmal dieser Elfin geben, ich fühle mich jetzt schlecht, nachdem sie bei Galadriel, danke. So fängst du an zu singen und es wird immer mehr zu so einem Art fast schon wie so ein Mantra. Und auf einmal stehst du da episch. Diese Wunde soll geschlossen werden! Und hast dann entsprechend das auch geschafft mit einer 12. Und die Wunde ist jetzt wieder weg. Gut. Besser. Wie fühlst du dich? Besser. Besser. Wunderbar. Also der Doktor hier war recht nett. Ah, ja. Das ist gut. Und ich weiß nicht, möchtest du noch eine Weile hier bleiben? Oder? Ich glaube ja. Sie wollten mich noch beobachten. Das ist vielleicht gar nicht so schlecht. Gut. Dann ich fühle mich ein kleines bisschen schlecht, dass ich jetzt noch eine Bitte an dich richte, aber... Ja. Du erinnerst dich, als ich dich angerufen habe? Ja. Die Sache ist die, wir haben das Gefühl, dass einige sehr merkwürdige Dinge hier in der Stadt vor sich gehen und wir sind in einen sehr, sehr rüpelhaften jungen Mann gelaufen, der versucht hat, ein Stück aus Stefan herauszubeißen und ich hatte mich gefragt, ob es vielleicht eine Art Ritual gäbe, mit dem man irgendwelche kosmischen Schwingungen oder was weiß ich untersuchen könnte. Hast du da vielleicht eine Idee? Also ich könnte mal in meinen Foren fragen, ob mir dein da was? Foren, Darknet, ich hatte es dir schon mal erklärt. Also quasi ich frage Gleichgesinnte, ob es so welche Zauber gibt. Und das braucht vielleicht ein bisschen Zeit. Aber ich habe meinen Laptop immer dabei und sie holt ihren Laptop raus. Gut, dann bleiben wir in Kontakt? Ja, ich melde mich, sobald ich was weiß. Du kannst ja einfach Stefan anrufen, du hast ja jetzt seine Nummer. Ja, ja. Kann ich noch irgendetwas für dich tun? Danke. Also, dass du mir erzählt hast, dass du quasi eigentlich deinen Ex-Mann zu Tode gespuckt hast. Das, ganz so würde ich das nicht ausdrücken, aber ich meine, wir leben schon seit einiger Zeit zusammen und du bist sozusagen meine einzige wirklich übrig gebliebene Verwandte, also nein, weißt du, das erzähle ich dir später. Okay. Melde dich einfach, wenn irgendetwas ist und wenn ich irgendwas für dich tun kann. In Ordnung? Oh, okay, klar. Können wir machen, ja. Gut. Dann sehen wir uns später. Mhm. Adieu. Ich reiß die Tür auf. Ja, da würde ich nämlich jetzt dazu kommen, weil bei euch beiden, was möchtest du machen? Ich habe noch zwei Fragen kurz. Bitte. Einmal, ich hatte ja ein Level Up. Ja. Das heißt, kann ich jetzt den Jessica Jones Move kriegen? Wenn du dann streich dir Take Another Move from a Playbook ab. Und dann ist das, du kannst dir das mal notieren. Oh Gott, so, das war bei den Playbooks, ich glaube, es war der Gumshoe.
Es war der Gammschuh, den du nehmen kannst. Ich bin gerade dabei. Ja, das ist der Jessica Jones. Ich hab's offen. Das können wir dann also, wenn du den einsetzen möchtest, kannst du das machen. Okay. Und das andere war, muss ich eigentlich noch auf Bond Abuse würfeln, weil ich auf einem Date mit wem anders war und Miri ihn nicht umbringen durfte? Du hast dir ja quasi verwehrt, was sie eigentlich machen möchte. Deswegen frage ich. Deswegen, hier steht, like acting against them. Ja, deswegen musst du einmal auf Bond Abuse würfeln tatsächlich. Ist das Charm oder? Ja. Das ist Charm, genau. Fuck. Du kannst immer noch einen Luckpoint benutzen, genau, um es zu einem automatischen Erfolg zu machen. Im Übrigen, jetzt wo ich einen Luckpoint benutzt habe, bedeutet das für den Monstrous, dass meine monsterhafte Seite sozusagen stärker wird. Genau. Nee, I'll take it. Okay. Experience. Ah, nee, krieg ich jetzt Experience? Du kriegst Experience und dein Bond, also dein Relationship-Bond geht ein bisschen runter. Ich soll mir eins abdingsen? Mhm. Okay. Schaut nur, du siehst nur, wie Miri an einem Bett bei der Intensivstation steht. Und du siehst nur, wie sie zu dir guckt, dann zu der Oma, die da im Bett liegt und einfach nur etwas brabbelt. Und dann und guckt in deine Richtung. Ich weiß nicht. Wirklich? Ja. Ich bin währenddessen zufrieden. Ich werde keine Menschen in deiner Nähe töten. Oh, dann ist gut. Währenddessen, Steve, in dem Krankenhaus, in dem ihr euch befindet, sind natürlich auch Leute undercover, falls es Monsterangriffe gibt. Auch wenn 500 Jahre lange her ist, ist trotzdem es sicher. Und dir kommt der zuständige Arzt entgegen, Dr. Kerr, also MT. MD, also. Mhm. Medical und so. Kerr MD. Fand ich witzig, aber gut. Und dir kommt entgegen ein grüner Frosch in einem Kittel. Es sieht so ein bisschen aus, als ob er eine Puppe wäre, aber ist er nicht. Und kommt zu dir. Ja, Steve. Was ist los? Du sollst eigentlich nicht mehr hier sein, ja. Wieso? Ich bin in Zivil hier. Du bist in Zivil hier, aber besuchst jemanden mit Monsterverletzungen? Woher kennt ihr euch? Haben uns privat getroffen. Okay. Also. Was geht dich das an? Du weißt, ich muss das dann melden. Und? Nun. Ich gehe zu ihm ein bisschen näher ran und flüstere mit ihm. Ja. Es ist mir gerade egal, was hier los ist. Mir ist es nur wichtig, dass ich die nötigen Infos kriege, um dieses verkackte Monster, was hier gerade Berlin unsicher macht, unschädlich zu machen. Okay? Okay. Kannst mich gerne melden. Es ist mir egal. Okay. Ich sollte eigentlich... Ich muss Ox Bescheid geben. Und ja, dann werde ich dich am besten jetzt melden gehen. Also habt ihr noch vielleicht so 2-3 Minuten, wo ihr noch in Ruhe seid. Ja? Wo ihr noch Ruhe habt. Gut. Braucht ihr sonst noch irgendwas? Eigentlich haben wir genug. Gut, gut, gut. Und er watschelt auf seinen Füßen. Er ist ein bisschen kleiner und sieht sehr witzig aus, einen Frosch auf zwei Beinen zu watscheln zu sehen. Er hatte auch mal eine Late-Night-Show. Mhm. Ja. Hattest du das gesehen? Das war großartig. Die Muppets haben eine Late-Night-Show gemacht vor so 3-4 Jahren. Eine Staffel. Jetzt habe ich das verstanden. Kerm MD, Kerm Me. Yeah, okay. I got it now. Ja.
Ja, er muss sich ein bisschen diversifizieren, was seine Berufswahl angeht. Gerne, wenn du möchtest. Aber ihr seid im Krankenhaus, deswegen wird das wieder geheilt. Mach einfach eine extra Harmliste für jeden richtig schlechten Wortwitz. Oh, das ist eigentlich voll die gute Idee. Ich sollte vielleicht mal meinen Arm angucken lassen gehen, ne? Ja. Wenn ihr gerade da seid. Danke, dass du mich drauf hin. Kerm MD kommt natürlich zu dir. Dr. Kerr kommt zu dir. Und so, dann gucken wir mal. Und tastet dir den Arm ab. Achso, ich dachte, das war schon der Dr. Move. Machen Sie mal so. Au. Okay. Das sieht mir nach einer leichten Fleischwunde aus. Aber ich bin kein Experte. Nicht? Nein. Oh. Ich bin Schauspieler. Ach so. Ich bin hier undercover. Wird hier was gedreht gerade, so ein Doktor? Nein, nein. Das ist meine Method Acting Experience. Oh, okay. Kannst du vielleicht jemanden holen, der weiß, wie eine Prellung aussieht? Ich weiß, wie eine Prellung aussieht und das ist definitiv eine Prellung. Aber helfen kann ich natürlich auch versuchen. Klingt gut. Wäre es nicht besser, einen Profi ranzuholen? Ich bin Profi! Und guckt in deine Richtung. Ich bin Mensch, ich kann auch einfach zu dem menschlichen Arzt gehen. Das ist korrekt, das könntest du auch machen. Ich sage mal einfach, du gehst jetzt zu einem menschlichen Arzt und kriegst auch ein Harm weniger. Yay! Okay. Where to go next, gang? Back to the... Back to the Ort, wo der Gerät ist. Gerät? Der Gerät. Ich will aber zu meinem GPS, was ich mir erdatet habe. Ja. Danach können wir auch dorthin. Sehr gut. Ja, genau. Gwendolyn, sag doch mal, du hast was... wie ist eigentlich dein Date gelaufen? Welches? Hat das, was dein Vater für dich arrangiert hatte? Oh, das ja. Das war... Hattest du noch ein zweites? Ja. Naja. Also eigentlich hatte ich drei... Abend. Quasi. Drei. Ja, aber egal. Also das mit Lukas Justus war tatsächlich ganz gut. Okay. Gut. Ja, gut. Was ist... Das mit Miri war natürlich besser. Ich komme da nicht so ganz mit. Mehrere Dates mit wem ist ja eigentlich auch egal. Dates? Naja, mit Lukas Justus und natürlich mit Miri und... mit dem Polizisten, den ich weggelockt habe. Was? Oh, deswegen bist du einfach so verschwunden. Ich habe geholfen. Ich dachte, ihr habt das mitbekommen. Ich war ein bisschen beschäftigt davon, mir die Kehle zuquetschen zu lassen. Oh. Same okay. Hier. Oh, gegenseitig, oder? Was? Nein. Egal. Und... Die Fanfiction ist schon geschrieben. Hast du noch Freizeit? Ja, Freizeit, während Miri Auto gefahren ist, ist so eine Fanfiction entstanden. Gut, und wie genau kommen wir jetzt zu dem Punkt von, Gwendolyn Franziska hat drei Dates an einem Abend, zu, oh, wir wissen, wo wir hin müssen? Der Polizist hat mir das erzählt. Der hat mir gesagt, da am Ostkreuz sind auch ganz viele Betrunkene, die komisch blau angelaufen sind oder sowas. Also ich glaube, das könnte uns... Zum einen gibt es da vielleicht mehr von diesen Bombis und zum anderen sind da bestimmt ganz viele Emotionen. Vielleicht geht dieses Monster dahin. Ich habe geholfen. Wo beim Ostkreuz? An so einem Turm, I guess. Der Wasserturm. Ja, also ich kenne nur die Türme in Potsdam von den Schlössern, aber ist das bestimmt sowas Ähnliches. Sagtet ihr nicht, dass, oder sagtest du nicht, dass das Monster, was auch immer es war, hierher gekommen ist und es war nass und dann war es nicht mehr nass? Vielleicht möchte es wieder nass werden. Im Wasserturm. Ja, oder so. Ja. Lasst uns auf jeden Fall dahin gehen. Gut, ich meine, besseren Anhaltspunkt haben wir sowieso nicht. Und bis Katharina sich erholt hat und in ihren Floren oder was auch immer Informationen gesammelt hat, kommen wir sowieso nicht weiter. Floren. Die Blumen pflücken? Nein. Frage an den Keeper. Mhm. Lohnt es sich zwischendurch nochmal einen Zwischenstopp zu machen, um diesen... Die Stunde ist noch nicht
abgeschlossen. Gut, dann erstmal zum Wasser. Ich meine, wozu brauchen wir ein Monsteraufspürgerät, wenn wir bereits wissen, wo das Monster möglicherweise ist? Dann müssen wir es ja nicht extra aufspüren. Cool. Wer will fahren? Von euch meinte ich jetzt so? Fahren? Entschuldigung? Fahren. Ich übernehme. Ich dachte nur, dass sie vielleicht auch mal... Können wir kurz reden? Ja. Und sie zieht dich zurück. Was ist los? Fahre ich nicht gut genug für dich? Alles, was du machst, ist mehr als gut genug für mich, das weißt du doch. Ich dachte nur, vielleicht wollen die auch mal, ich meine, die sind ja noch nicht in meinem Auto gefahren und, weißt du? Okay. Ist okay. Love you? Ich dich auch. Und Miri, ich glaube, ich komme später nach. Ich möchte noch ein paar alte Menschen beim Sterben zu sehen. Ich komm nach, wenn ihr beim Wasserturm seid. Ich weiß ja, wann du da bist. Wegen hier. Und zeigt auf das Medaillon. Aber als du eben gesagt hast, dass du vor mir keine Menschen tötest, also wenn ich jetzt weggehe, dann... Ich töte sie nicht, hoch und heilig versprochen. Okay. Ich sehe die gekotzt. Du hast doch schöne Hände. Ja, oh, okay, dann glaube ich dir natürlich. Okay. Haben wir das gesehen, wie sie beschissen hat? Hey, Wie weit seid ihr weggegangen? Nee. Wir sind schon ein bisschen weggegangen. Okay. Wir sind schon ein bisschen weggegangen. Ich würde mich niemals anlügen. Also Stefan, wenn ich das mal sagen darf, ich bin sehr dankbar dafür, dass du den Fahrradjob übernimmst, denn ehrlich gesagt, ich trau diesem Wesen nicht über den Weg und Gwendolyn in Ehren, aber sie ist naiv. Winzig ist das, was ich sagen wollte. Aber ja, das auch. Wo steht das Auto? Ich gehe wieder zurück zu Lindsay. Ich glaube, Miri hat so quer über der Straße geparkt. Nee, hört ihr von draußen. Folgt einfach dem Lärm der genervten Menge. Wortlos verlange ich einfach nach dem Schlüssel, nehme den Schlüssel entgegen und gehe zum Auto. Mache stumm die Türen auf. Ist Lindsay jemand mit Schlüsselanhängern? Auf jeden Fall. Mit wie viel? Was für welche? Auf jeden Fall ihr Sternzeichen, mehrere. Okay. Mit Aszendenten? Ja, die auch. Ja. Also das volle Programm, die ganze Birth-Chart hängt. Ja, okay. Dran, also. Okay, alles klar. Eine Brieftasche, die du aufmachst und dann klapp, 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 die 5000 Fotos. Das ist halt der Schlüsselanhänger. So, der Schlüsselanhänger ist sehr viel größer als der Schlüssel. Du musst den Schlüssel darin erstmal suchen. Und ich habe einmal diesen Emoji mit den Hörnern, der so lächelt. Ich dachte eher, das wäre der Sticker hinten auf deiner Rückscheibe, ehrlich vielleicht gesagt. Vielleicht auch das. Vielleicht. Oh je. Aber den müsste ich ja jedes Mal wieder abkratzen. Warte. Fährst du ein Mercedes oder ein VW? Weil dann gibt es nämlich diese richtig hässlichen Sticker, die du um das Logo drum rumkleben kannst, die aussehen wie zwei kleine Teufelshörner und ein Schwänzchen. Ich glaube aber, dass die Familie Gussfeuer einen Tesla fährt. Oh, lame. Neuen Tesla. Das heißt einfach nur Schlüssel hinstecken. Genau. Ja, das fährt im Grunde fast von allein. Genau. Dann frage ich mich, was Miri da macht. Miri fährt auf Auto. Also, fährt nicht mehr auf Auto, sondern auf manuell. Ich würde sagen, irgendjemand muss ja die Bremsautomatik ausschalten. Genau. Weißt du? Hat einfach die Bremskabel durchgeschnitten, oder? Du merkst auf jeden Fall, dass Bremsen bei dem Auto deutlich schwerer ist. Und du musst eher so ausweichen und ausrollen lassen. Und du fährst auf jeden Fall jetzt ganz entspannt. Solange es entspannt ist, fährst du Richtung dieses Wasserturms. Da gibt es ja auch einen kleinen Parkplatz. Mhm. Und dort stelle ich das dann ausrollen lasse. Genau. Dann am Busch. Muss ich auf Bond Abuse würfeln, weil ich Miri jetzt nicht habe fahren lassen eigentlich? Wieso sage ich das eigentlich immer? Das ist weil richtig du eine gute Dunkel. Spielerin bist. You're a ja. good girl. Du schießt gerade Eigentore. Aber ich spiele fair. Hey, du willst auch Erfahrung kriegen. Es ist ein 8. Okay. Bei einer 8 passiert nochmal was? On 7 to 9, choose one of the bond abuse options below. Okay, dann. Oh, hatte ich vorhin komplett. Da hattest du einen Mist, genau. Da hast du komplett versagt. Dann hättest du sogar 2. Oder genau. May, du darfst 2. Ich darf 2. You may choose. Ich habe einen. Aber es war jetzt keine riesigen. Genau.
Also soll ich die lieber vorlesen? Mach mal, ich kann es kurz machen. Mark off a box in your relationship status track. You may not channel the power of your bond for the rest of the mystery. You gain unwelcoming attention of others of your guide's kind. Someone who shouldn't know finds a clue about your relationship with your guide. Okay. Ich werde. Darfst du oder muss ich? Nee, du darfst. Ich darf? Mhm. Nee, mach du lieber. Okay. Dann das Safe marschiert sie jetzt zu deinem Vater, um sich vorzustellen. Hallo, ich date ihre Tochter. Ich bin jetzt 500 Jahre alt. Okay. Ihr Vater hin. Und. Achso, du sagst mir jetzt nicht was. Nein. Ja, schön. Ich sag dir nicht was. Das nennt man Storytelling. Nein. Und das nennt man einen Beat später, das dann zu machen. Okay. Ihr fahrt dorthin, parkt, in Anführungszeichen, und seht auf jeden Fall die feiernde Laune, Meute, die schon ein bisschen andere Leute anfängt anzupöbeln und irgendwann bei so einem Pärchen, was eigentlich auf den Bus wartet, merken, sind die erst angewidert und nach so ein paar Minuten kommen die auch in Feierlaune. Was sehen wir hinter dem Schleier? Hinter dem Schleier? Sehen wir irgendwelche seltsamen Lebewesen? Da würde ich fast mal sagen, Read a bad situation. Read a bad situation oder investigate a mystery. Wir sind alle jeder könnt, auf ihr, eins, oder? Ja, ihr könnt das machen, was ihr machen wollt. Also wenn du sagst Spirit Touch. Ich mach Spirit Touch, ja. Mhm. Ich würde dir helfen. Also help out. Ich habe eine 8. Mhm. 7. Ich lese eine schlimme Situation. Ich komm dann gleich zu dir. Ich würde erstmal kurz die Situation 7. machen, wie wir sie hier haben. Aber du hast Helping Hand, oder? Das heißt, ja, du kriegst plus 2. Mhm. Aber du... Das war erfolgreich. Ja, aber du hattest eine 7 gewürfelt, wa? Mhm. Expose yourself to trouble or danger. Genau, you expose yourself. Okay, du bist bei einer 10 und das heißt, you sense them fully. Mhm. Die ganzen feierleutigen Leute sind Bombies. Das sind um die ein Dutzend ungefähr. Und du merkst aus dem Wasserturm, merkst du auch eine Aura. Die Bombis sind ungefähr 5 Meter von ihrem von dem Wasserturm entfernt. Von dem Wasserturm entfernt. Okay. So, kommen wir zu der Read a Bad Situation. Ja, ich habe eine, ich glaube 7 oder 8. Auf jeden Fall darf ich eine Frage stellen und ich würde gerne wissen, was ist die größte Bedrohung? What's the biggest threat? Fred. Was ist der größte Fred? Der größte Fred ist im Moment. Habe ich das Gefühl, dass der Wasserturm gleich zusammenbricht? Nein, dass die Meute uns einfach wegschwemmt? Oder? Ich glaube, im Moment die Zombies, Bombies, Aombies. Im Moment sehen die aus, als ob die mehr Leute Richtung Wasserturm holen wollen. Achso, du hattest nur Help Out gemacht, ne? Mhm. Du siehst auf jeden Fall, dass das im Moment die größte Bedrohung ist. Aber ich meine, an sich, sie amüsieren sich ja nur. Es passiert ja eigentlich nichts Dramatisches, oder? Ja, aber vorhin hat es ja bei dem anderen auch so ein bisschen gedauert. Also erst war der ja nur so, Brudi, und dann war er so, ich beiß jetzt in die Flasche, und dann war er so, ich beiß dich. Naja, ich meine, Stefan hat ihn auch provoziert, aber da, ja, ich schätze, da ist schon was dran. Ich habe ihn nicht provoziert und für dich immer noch Steve. Für mich? Auch Steve. Ich habe irgendwie, ich glaube, irgendwas mit dem Wasserturm stimmt nicht. Ich glaube, der macht vielleicht die Leute zu Bombies. Würdest du damit sagen, dass das hier eigentlich ganz normale Menschen sind? Ich habe gespürt, dass... Was? Dass da eine Aura ist. Du hast Spirit Touch, you can sense them fully. Und das heißt, du hast die Aura von den Bombies, die ähnlich ist von der Aura, die sich im Turm befindet. Was ich mich frage, ist, sind diese
Bombi ist ein absolut albernes Wort. Sind Sie so in diese Welt gekommen oder sind Sie eigentlich nur Menschen, die infiziert sind? Wie war das? Ich habe mal in eins dieser schrecklichen Schundromane reingeschaut, die Katharina immer so gern liest, die von einer dunklen Bedrohung korrumpiert wurden. Wir können ja mal Steve hinschicken und gucken. Du meinst den Wasserturm? Ich meine ansonsten, ich kann ja mal in den Wasserturm hineinschauen, wenn ihr möchtet. Oder das ist vielleicht eine bessere Idee. Ich schätze, die Gefahr zu ertrinken ist für mich deutlich niedriger als für euch. Wahrscheinlich. Gut, dann, wie komme ich da hoch? Es ist tatsächlich ein kleiner Pfad. Oh. Und das ist gar kein Thema. Gut, dann. Was machen die anderen, während eure Geisterfreundin in den Turm geht? Also ein bisschen die Leute beobachten. Du meintest ja am Anfang irgendwie, die Leute waren normal und dann sind sie irgendwann in Feierstimmung gekommen. Kannst du gerne. Dann würde ich dich bitten, einmal auf Investigate a Mystery zu würfeln. For the smarts. Nee. Du bist nicht smart. Du kannst auch einen Glückspunkt benutzen. Ja. Je mehr du benutzt, desto schlimmere Dinge passieren. Super. Ich weiß nicht, was ist denn beim Pararomantik eigentlich, wenn der seinen Kram auftaucht? Nee. When you spend a point of luck, also mark off one of your relationship status boxes. Das war sehr schön akkurat. People will bring fate of your love into play. Fate of your love. Nee. Willst du das machen oder nicht? Hast du nicht vorhin schon einen Luckpoint benutzt? Also eigentlich kannst du gleich... Ich habe keinen Luckpoint benutzt, aber ich musste einen Relationship Status Box schon wegmachen. Ja. Deswegen. Und ich weiß noch nicht, was jetzt kommt, was jetzt eben mein... Also du hast... Effektiv, wenn du jetzt Investigate a Mystery verkackst, kriegst du nur Erfahrungspunkte und du wirst nichts herausfinden. Ja, dann. Das nehme ich. In der Situation, wenn du jetzt unbedingt etwas herausfinden möchtest, dann kannst du das machen. Nee, das nehme ich mir, glaube ich, eher drauf auf, wenn ich sonst sterbe oder so. Ja, okay. Gut, dann. Was macht ihr denn für den Spaß? Also, du schaust dir die Leute an und du schaust ein bisschen so, ich sage mal, von deinem Tesla aus genug. Und Steve? Was macht Steve? Steve überlegt gerade, die Situation richtig einzuschätzen und diese Bombis zwar zu entschärfen, aber auch zu verhindern, dass sie mehr werden oder dass sie wütend werden. Okay. Möchtest du einen bestimmten Move benutzen oder möchtest du... Weil das klingt für mich nach einem... Wenn du eine Art Bann-Ritual machen willst, dann wäre das... Ja, Use Magic wäre das. Das wäre Big Magic. Ja, Use Big Magic ist nur für eine Person. Ich kann auch meine Sekte, also Pest, anquatschen, ob sie mir da helfen würden. Ja, du kannst Pest anrufen. Das ist einer meiner Moves. Ja, dann mach das mal bitte. Kannst du einmal sagen, wie der heißt und was du machen musst? Der heißt E.Kel-Paket. Der Move? Nee, meine Person, die ich jetzt kontaktiere und frage ihn, ob er irgendwas zur Hand hat, um diese Bombis zu entschärfen. Dann? Auf Charme. Ich finde, wir sollten ja das Bombi-Entschärfungskommando anrufen. Das ist eine 11. Okay, was passiert also? On 10 plus, they provide some useful info or help in the field. Okay. Es klingelt kurz. G für E. Ja, pass mal auf. Ja. Hier sind Steve, ja, was geht? Steve, ich bin jetzt gerade nahe des Wasserturms. Hier sind ein paar Bombis, die komisch feiern und blau angelaufen sind. Okay. Hast du irgendwas, um diese Bombis zu entschärfen oder irgendwie außer Gefecht zu setzen? Ich meine, ich kann die Zwerge schicken. Sind sie dafür ausgebildet? Müssen wir die großen Waffen rausholen? Dann kann ich auch noch ihre Anführerin mit einsetzen. Oh Gott. Wegen, wenn es passt. Okay. Gut. Was willst du erreichen? Willst du die alle platt machen oder willst du sie containen? Ich will Schneewittchen sehen. Irgendwas, um sie halt aus dem Weg zu schaffen. Dann werde ich Operation Schnee einsetzen. Alles klar. Okay. Und nach so 5 Minuten kommt ein Helikopter angeflogen. Und 7 kleine Zwerge seilen sich gleichzeitig ab. Genau. Mit schwarzen Hüten. Ja, schwarze Hüte und auch so Nachtsichtgeräte.
Im Grunde sehen sie aus wie Gartengnome, weißt du? Mhm. Und siehst nur oben Schneewittchen mit ihren wunderschönen Haaren, ihren vollen Lippen und mit einer Gatling-Gun dastehen, um... Okay, Jungs, kümmert euch drum. Im Moment sehen sie noch nicht so aus, als ob sie ready for kill gehen, aber quasi nach und nach, so Splinter Cell-mäßig, verschwindet ein Zombie und dann der nächste. Und dann der nächste. So in die Schatten. Best muss ich auch, ich hatte gesagt, beschattet, betreut oder beseitigt. Mhm. Wir gehen in den Wasserturm. Es ist ein... Der Turm an sich hat ein kleines Häuschen nebenbei und dann den Wasserturm an sich, der große, wo das ganze Wasser gelagert wird. Wo möchtest du hingehen, genau? Ich schätze, es geht schneller und ich bin ja eh schon da, wenn ich einmal in das kleine Häuschen reinschaue, bevor ich mir den Tank angucke. Du siehst dort ein Kontrollpanel. Also ich klopfe übrigens vorher an die Tür. Nee, keine Antwort. Hallo, und steck den Kopf durch die Tür. Entschuldigung. Du siehst ein Kontrollpanel und auch eine Tür, die zum Wasserturm selbst führt. Ich frage mich, was dieser Knopf bewirkt. Tja, wir werden es nie erfahren. Und ich drehe mich zum Wasserturm. Bitch! Oh, ich habe mir tatsächlich was aufgeschrieben für den Knopf. Oh Gott! Oh, du kannst doch okay, nicht so okay, peinige. Okay. Blue Balls. Okay, du gehst da hinein. Ich gehe genau rüber zum Wasserturm und auch da klopfe ich an die Tür. Wasserturm? Hallo, Entschuldigung. Ist jemand zu Hause? Gibt Ariel da drin? Ich muss kurz die Musik abwaffen, ja. Weil sie war sehr episch, als sie geklopft hat. Du guckst hinein und siehst im Schatten des Wassers einen Schatten sich bewegen. Ariel. Und ich würde dich mal auf... Entweder, wenn du jetzt Sachen herausfinden möchtest, müsstest du direkt reingehen und investigate the mystery. Ja. Oder wenn du wirklich nur so kurz reingucken möchtest, würfel bitte auf read a bad situation. Warte, lass mich überlegen. Was will ich tun? Was willst du tun? What should I do with the drunken sailor? What should I do? Ich werde nichts davon tun. Ich werde Magie benutzen. Okay, um was zu machen? Kalt machen. Das ist nämlich der neue Move, den ich durch mein Level-Up bekommen habe. Ich kann Magie benutzen, um eine Frage aus dem Investigate a Mystery Roster zu stellen. Okay, dann würfe auf plus weird. You're old weird. Black magic. I'm weird. I'm so weird. Das ist eine 10. Sehr gut. Oh, yeah. Das plus 3 auf weird? Passiert das. Ja, habe ich. Wow. Ich bin sehr weird. Dann passiert das. Sie ist ein Geist. True. Ich würde gerne wissen... Ist es zu früh, um zu fragen, what sort of creature is it? Nein. Ich frage, what sort of creature, what am I looking at? Genau. Was passiert hier gerade? Du siehst, wie sich das bewegt und du bleibst hinter der Tür stehen und auf deiner Stirn öffnet sich ein drittes Auge, um durchzusehen, wie so ein, du siehst ja normalerweise nicht so, durch die dachte, Wände. Ich dachte, ich stecke einfach meinen Kopf durch die Wand in auch, den Wasserturm, weil auch eine Möglichkeit. Ich kann ja nicht ersticken, so ist ja egal. Auch eine Möglichkeit. Du guckst rein und siehst die echsenartige Gestalt, die sich hier rangeht. Es ist eine Mischung aus Echsen mit grünen Schuppen. Es hat ein scharfes Gebiss und die Krallen sind doppelt so lang wie Finger. Genau. Die einzelnen Schuppen sehen aus, als ob sie sich auf und ab bewegen, als ob sie atmen. Und als sich das Gesicht umdreht, ist es wie eine Mischung aus einem Echsenmenschen und einem Axolotl. Gesundheit was? Einem Axolotl. Axolotl. Das muss man googeln. Es hat keine Nase und du
Ich würde dir die Beschreibung des Monsters geben. What sort of creature is it? Mhm. Gebe ich dir die Beschreibung. Ja. Und so alles andere würdest du dann später erfahren. Gut. Wenn man sich noch mal ein bisschen mit... Also es sieht mich an. Es sieht dich an. Hallo. Öfters hier? Kannst du mich verstehen? Einen kleinen Augenblick. Ich glaube, ich mache das ein bisschen einfacher für uns beide. Keine Angst, das ist nichts Schlimmes. Oh. Und ich möchte Magie versuchen, um den Effekt zu erzielen. Communicate with something that you do not share a language with. Bevor du das machst, brauche ich von dir einen Act Under Pressure. Wieso? Weil die Aura des Schnapses aktiviert wird. Die Fähigkeit von dem Monster. Oh. Bitte würfel auf Act Under Pressure. Gut, wenn es denn sein muss. Mhm. Nö. Nö? Nö. Dann. Einfach nein. Dann das war eine 3. Oh. Weißt du, ich könnte ja Lack nehmen, damit das hier funktioniert und wir richtig schön friedlich miteinander bleiben, aber das ist ja langweilig, das will ja keiner sehen. Also, ja. Also kriegst du ein minus 1 ongoing. Solange du dich in der. Okay. In der Umgebung des Monsters befindest. Okay, aber ich kann trotzdem versuchen, meine Magie zu benutzen, um mit das ihm zu kommunizieren. Du probieren, ja. Gut, dann mache ich das jetzt einfach trotzdem, ne? So. Mach das. Magic! Magic! Oh je, warte. Das ist, ja, minus 1. Ja, dann ist das, dann habe ich nochmal versagt. Hm. Oh. Experience! Wenn minus 1 nicht gewesen wäre, dann hätte ich das voll geschafft. I'm sorry. Der Effekt ist, du kriegst einen Glitch und deswegen der Effekt ist weakened. Das bedeutet jetzt, was möchtest du denn sagen? Einen wunderschönen guten Abend. Tut mir leid, dass ich hier so hereinplatze. Dürfte ich Sie nach Ihrem Namen fragen? Du kannst, ich kann nicht essen. Ich? Nein, ich glaube, ich schmeckt nicht besonders. Gut. Und bewegt sich aus dem Wasser raus und du siehst die fingerlangen Krallen. So. Danke für die Gaben. Bye. Würfel auf Act Under Pressure. Adieu. Under Pressure. Dun, 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 dun. Under pressure. Pressing down on me. Pressing down on me. Das ist ein Fehlschlag. Ich krieg ein Level up. Oh ja, oh ja, oh ja. Du hast Luft zusammen, du kriegst auch richtig Blähungen von. Wo Paul gesagt hat, dass ich mein Level up im Grunde sofort vollziehen kann, weiß ich auch ganz genau, was für einen Move ich mir aussuche. Also, bring it on, bitch. Was nimmst du denn? Das Ding, wo ich nicht tough würfeln muss, sondern weird würfeln kann, okay. Wenn ich erst kicken möchte. Okay, perfekt. Ich finde, das ist ein guter Moment dafür. Du willst gerade zurückgehen und einer der Bombies kommt gerade durch die Tür rein und hält sowohl so eine Art Tequila-Flasche, eine Limette und einen Salzstreuer, stolpert und merkst du, oh Gott, du musst dich ablenken, dass du nicht in das Salz kommst und hang, komplett reingebissen. Du nimmst 3 Harm, ignore Armor. Cool. Damn. Im Übrigen, ja, I'm fucking unstable, man. I'm so fucking unstable. Hast du dich nicht heilen lassen im Krankenhaus? Na doch, aber ich hatte noch einen Harm übrig. Genau. 3 Harm ist halt mit Ignore Armor ist das übel. Ihr seht, dass einer der, also du hörst von E, Mission ist ausgeführt. Alle 11 wurden gefangen. Super, danke. Toll. Es waren 12. Aha. 12 Bombis. Und ihr hört auch nur ein Ich weiß nicht, ob sie das hören, aber etwas erstickt. Ja. Okay, wir müssen dann weiter nach vorne. Und ich sprinte direkt Richtung Wasserturm. Mhm. Jetzt siehst du auch, wie der Bombi quasi sein Salz nach hinten wirft, aus Versehen, und die Tequila-Flasche. Immer wieder die gleiche Scheiße.
Okay. Und ich mache aus der Entfernung. Mach mal aus der Entfernung. Ich benutze meinen Sniper. Sniper Rifle? Ja. Okay, roll to kick some ass. Wenn du gut im Tough sein bist. Schieß! Alter, du schießt ein Loch in den Wasserkanal. Es ist eine 8. Ist das gut? Ist das gut? Eine 8. Ja. Also you du, can. Du triffst aber du. Genau. Du nimmst quasi auch Harm. Theoretisch. Aber dadurch, dass du von der Weite schießt, finde ich die Idee eigentlich ganz cool. Und du schießt auf den Zombie, der kommt so raus. Hey, was wollt denn hier? Wie viel Harm hat die Waffe? Drei Harm. Mhm. Holy moly. Es ist aber auch sehr laut, ne? Ja, es ist laut. Ach, es hat gar nicht im Property laut. Nö. Was ist das Sniper-Rifle? Aber das ist halt so, das ist so die graue Sniper-Rifle von Counter-Strike. Die halt sehr gedämpft. Du schießt und die Kugel geht durch den Bombi durch in den Wasserturm. Und du siehst nur, als gerade das Monster wieder sein Maul öffnet, dass die Kugel und ein Teil des Wasserturms komplett vom Druck her zusammenbricht und euch jetzt gerade entgegenkommt. Wow, fuck Physics. Ja, fuck Physics. Ein kleines Loch und da war sehr viel Druck drauf. Gut, gut. Ich meine, jetzt ist ja auch egal. Und ich nehme meine Magnum. Während ich im Maul des Monsters bin. Und schieß ihn in den Kopf. Schieß ihn in den Kopf. Kriegst du jetzt einen leichteren Wurf? Kick some ass. Nö. Das ist, an sich ist das eine 5 plus 3 ist eine 8, aber weißt du was, scheißegal, you only live and die once. Ich nehme einen Luck Point, damit das funktioniert. Okay. On a 10 plus, choose an extra effect. Ein extra effect. Okay, also A, ich schieße ihm halt in den Kopf, was an sich theoretisch 3 Harm machen sollte. Mhm. Und außerdem schieße ich noch damit ein weiteres Loch in die Wand des Wasserturms auf der anderen Seite, sodass das Wasser auch auf der anderen Seite ein wenig entweichen kann. Okay. Und der Druck nicht ganz so hart ist. Wunderbar, dann machen wir das so. Und er nimmt 3 Harm. Du wirst quasi ausgespuckt aus dem. schon wieder ein Loch. Maul. Aus dem Maul wirst du rausgespuckt in das Loch und ihr beide seht zum ersten Mal diese echsenartige Gestalt mit dem Axolotl-Kopf, dem scharfen Gebiss und den doppelt langen Krallen. Ist doch nicht so süß. Nee. In die Richtung. Siehst hungrig aus. Willst du einen Nachschlag? Kann ich es überfahren? Du rennst zu deinem Tesla. Ich dachte, ich bin dort drin. Nein, wir sind du ja auf dem Berg. Auf wir sind ja auf dem Berg quasi. Also ja du befindest, hier ist der Parkplatz und du müsstest quasi noch mal kurz rüber und müsstest einmal eine Biege machen und dann kannst du ihn gerne überfahren. Also da brauchst du steigst in dein Auto und machst das in die Richtung. Du würdest würfeln. Ich würde von der Ferne attackieren. Ich brauche von dir erstmal einen Act Under Pressure. Darf ich ganz kurz? Ich sehe gerade hier, die extra Effects sind eigentlich vorgegeben. Mhm. Ich würde einfach mit derselben Storyline den Punkt nehmen, you completely hold the advantage, all hunters involved in a fight get plus one forward. Einfach, weil ich dafür gesorgt habe, dass ich nicht komplett Ja. Werden, so, ich habe mir sowas gedacht. Also okay, also dann kriegst du nur plus eins auf das, was du jetzt tun willst. Erstmal Act Under Pressure. Das ist jetzt, Forward ist jetzt der plus 1 eigentlich. Also das ist ganz klar eine 12, ne? Nein, so eine 2, okay. Ja, nach Adam Riese. Das ist jetzt eine 12. Okay, dann kriegst du jetzt nicht die minus 1. Du merkst quasi, wie deine Gedanken voll mit Tequila werden. Und er hat Luck genommen. Ja, ich weiß. So. Aber du quasi, so viel brauche ich nicht. Das geht auch ohne. Und dann merkst du, wie der Alkohol aus deinen Poren herausspringt und du nicht betrunken bist. Okay. Und was möchtest du gerne machen? Attacke. Mhm. Wie gesagt. Im Übrigen, er ist ein Initiate. Das bedeutet, when you spend a point of luck, something goes wrong for your sect. An ill-advised project or a disastrous operation. Ich finde, wir das kommen, ist bereits geschehen. Wir kommen gleich nochmal dahin. Der Turm kann ja noch brechen. Das ist eine 9. Eine 9 für Kick Some Ass, wa? Also nein, das war nur einmal. Ach, ja. Das war nur einmal.
Das heißt... normaler Schaden. Genau. Drei Schaden. Drei Schaden. Und der Turm, du schießt nochmal und man hört nur ping, 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 ping. Und der Turm fällt auf dich. Das Monster kann gut schnell genug ausweichen, aber du siehst die Schusswunde, die getroffen hat, und fängt jetzt an, die Straße Richtung Rummelsburg zu fliehen. Du, Lindsay, bist gerade am Rumdrehen und fährst hinterher. Du kannst, ich würde dich gleich nochmal gerne würfeln lassen auf Act Under Pressure, kannst du schon mal machen. Auf dich, Steve, fällt der Turm. Kann ich auf Fortune würfeln? Das ist ein Move von dir? Das ist ein Move von mir. Ich kann auf... Sag mal bitte, was du machen kannst. Ich kann auf plus Weird würfeln. Bei einer 10 kriege ich Haut 3, bei einer 7 bis 9 Haut 1. Mhm. Und dann kann ich halt be somewhere where you're needed just in time, take one forward. Oder das ist im Grunde eine Art in die Zukunft blicken. Und wenn er es besonders gut macht, dann kann er sozusagen antizipieren und sich selber an einen Ort versetzen, wo er sein muss. Das ist eine 5. Das heißt, du nimmst einfach... Das ist weird. Ja, das ist eine 7. Das heißt, du kriegst einen Punkt. Ja, und damit würde ich dafür sorgen, dass ich halt genau an der Ortenstelle bin, wo der Turm nicht hinfällt. Okay. Ich gebe dir trotzdem, einfach weil du bei dem Kick Some Ass keine 10 gewürfelt hast, gebe ich dir trotzdem 2 Harm. Dadurch, dass du eine Rüstung trägst, kriegst du sowieso nur einen Harm. Mhm. Aber das können wir nicht negieren. Du siehst quasi, wie das Monster jetzt anfängt zu fliehen, und auch jetzt seht ihr es komplett mit echsenartig sprintend der Axolotl-Kopf und keine Nase und atmet durch die Schuppen. Danke. War das Monster, was wir ganz am Anfang gesehen haben, was geflohen ist? Ja. Gut. Ach so, okay. Nicht gecheckt habt. Habe ich noch Zeit, weil ich ja sowieso meine Waffe noch in der Hand halte, nochmal nachzuladen und einfach nochmal hinterherzusetzen? Ich glaube, den Move, den ich gerade für das Monster mache, ist zu fliehen. Deswegen würde ich eher sagen, nein, der Bombi ist noch da. Und der ist nämlich auch noch mitten in your face quasi und guckt in eine Richtung. Ich will auch nur geliebt werden und will dich versuchen zu packen. Würfel mal auf Act Under Pressure. Ich kann einfach auf noch ein Date mit ihm gehen. Ich würde... Wow, das ist okay. Das ist eine 10, glaube ich. Ja, also, was möchtest du machen? Im Grunde ihm ausweichen und dann würde ich gerne... Ja, wollen wir das nicht alle? Und klatsche meine Hände zusammen und versuche einfach das Gleiche, was ja bei dem letzten Bombi schon so gut geklappt hat, ihm einfach die Hände auf die Schultern zu legen, so als ob ich ihn stattdessen umarme. Und ich möchte Magie benutzen, um ihn festzusetzen. Würfel auf Use Magic. Weird. Magic! Gott, diesmal, ich kann was. Yes, das ist eine 13, Mann. Eine 13, ja. Nice. Wie oft bist du jetzt schon aufgestiegen? 2-mal, oder? Ja. Ah, ja. Deswegen, also das sind halt so Sachen, jetzt kann ich bei bestimmten Dingen nicht mehr so einfach versagen, weil ich halt einen Boni habe, ne? Eben. Das heißt jetzt für dich, dass du ihn quasi... Genau, Trap Monster, also das, was wir schon mal gemacht haben, was ja so gut funktioniert hat. Richtig, und du biegst um die Ecke. Ich habe meinen Wurf übrigens geschafft. Ja. Du hast deinen Wurf geschafft. Okay, dann gebe ich dir keine Hard Choice, sondern du kannst quasi anhalten und die beiden noch mitnehmen. Sure. Und dann machst du quasi, steigt ein und hinterher. Kommt mit mir, wenn ihr leben wollt. und dann Luke auf. Sind wir jetzt in einer Verfolgungsjagd die Rummelsburger Straße hinterher. Die Rummelsburger mitten in der Nacht. Mitten in der Nacht. Und ich brauche von dir einen weiteren Wurf auf Act Under Pressure. Denn du bist ja jetzt am Fahren. Ich würde dir helfen und gegebenenfalls auch im Lenker mitziehen, um halt... Okay. Und ich schreibe, pass auf die Ampel da! Fuck. Fuck. Obwohl, ich hab eine 7. Ja. Bei cool? Ja. Mit cool? Okay. Und bei dir? Das ist eine 5. Ihr habt Luck Points.
Schmeiß sie aus dem Fenster. Oder? Oder auch nicht? Ach komm. Oh, du benutzt Luck. Er benutzt Luck. Oh, du benutzt Luck. Aber das heißt ja nur, dass du 7 plus 1 kriegst, aber es bringt dir nichts. Weil das bringt mich nur ja, gut, das dann, hat den gleichen Effekt. Dann verkacke ich lieber und krieg dafür ein Level ab. Okay, gut. Schon 2-mal aufgestiegen, krass. Ja, ich würfel einfach zu gut. Ja, dann ist es ja auch in Ordnung. Was ist das, für ein Command, was dir für Kekosom erst anstatt... Das ist ein Move von meinem Playbook. Also theoretisch, du kannst ja auch einen Move aus einem anderen Playbook übernehmen. Und das wäre aus meinem Playbook, das heißt Unholy Strength. Roll plus weird instead of plus tough when you kick some ass. Nehme ich. Gut. Jetzt tough motherfuckers. Ihr seid jetzt tough motherfuckers. Jetzt habt ihr ja mal gegen Monster gekämpft. Aber wir sind immer noch dumm. Ja. Also ihr wisst, dumm noch, as fuck. Ihr wisst noch nicht, was es für ein Monster ist. Doch, ihr wir wisst, haben es gesehen. Ja, aber ihr wisst noch nicht, was das darstellen soll. Kann ich da, jetzt wo ich es gesehen habe, kann ich da nochmal auf Dark Past würfeln und Miri fragen? Ja, vielleicht, aber du fährst gerade und hey, ist vielleicht... Miri. Ja, und sitzt so hinten. Ja. Oh, sie schmollt. Oh nein. Aber warte, ich muss es mal würfeln, ne? Ich muss mal so husten. Was muss ich jetzt nochmal... Warte. Andersrum, das wäre plus weird. Plus weird. Ich könnte theoretisch auch auf plus Charm, aber wenn sie sowieso schon so pissig ist, dann du lieber nicht. Kannst auf plus Charm würfeln, ja. 8. 8. Das bedeutet, du kriegst von mir eine Frage beantwortet. Ja. Do I know anyone who might be... Ja, es gibt nicht so wirklich eine Frage, was es ist. Es gibt halt dieses, when I dealt with this creature or one of its kind, what did I learn? Das habe ich ja schon mal gefragt. Bringt mir das schaut so rüber, so sagst du, was ist das? schaut so rüber. Hey, was ist das? Sieht aus wie ein Biermolch. Biermolch? Ja, ein Biermolch. Und was soll das bitte sein, während ich mich irgendwo festkralle, um nicht aus dem Auto geschleudert zu werden? Mhm. Das sind so kleine Wesen. Es ist auf jeden Fall ein großes Exemplar, was Gerste früher zum Alkohol verwandelt hat. Mhm. Deutsche Folklore, meine Leute. Sehr, sehr toll. Mhm. Danke. Ja, während du quasi mit ihr redest, siehst du nicht, wie ihr gerade am Sisyphus vorbeiläuft und durch dein Verkackt ist ja, du kriegst unwelcoming attention. Und... Vom Sisyphus. Genau. Lang nicht und mehr du gewesen. Siehst eine Gruppe von Partyleuten gerade direkt vor dein Auto laufen. Yo, Tesla! Was kann ich jetzt dafür, dass er verkackt? Es ist, ihr seid im gleichen Auto, I'm sorry. No. Da kann ich nichts für. Gibt es irgendwo irgendwas, wo ich meinen Blitzdings verstärken kann? In dem Tesla? Während wir gerade mit 120 auf die Meute losfahren? Warte, wie sieht's? Also die laufen also kommen sie uns entgegen? Kommen sie uns entgegen? Es gibt ja da so eine Tramstation. Ja. Und die müssen einmal quasi rübergehen zur Tramstation. Das heißt, wenn ich jetzt nicht bremse oder so, dann fahre ich die um. Genau. Ja, easy, aber dann haben sie aber wenn sie Attention haben, dann sehen sie uns. Sie sehen, dass sie auf euch zufahren. Kann ich irgendwie irgendwo ausweichen oder muss ich auf Vollbremse machen? Kannst du. Dann würde jemand anderen noch mitzufahren vielleicht? Ja, Würfe auf Act Under oder nee, das ist Protect Someone. Okay, das ist nicht so gut. Tough. Hast du da nicht auch irgendwas, was du charmen kannst oder so? Irgendein Move, wo du stattdessen Charm nutzen kannst, anstatt... Nur bei plus weird. Wenn ich plus weird würfeln würde. Okay. Fuck me. Ich benutze jetzt meinen Luck. Okay, dann ist das bei dir ein... Relationship. Wir sind noch bei loving. Ja, ihr seid noch bei loving. Du bist einfach nur am Schreien. Miri! Gut. Und Nightcrawler-Style geht sie quasi vorbei und macht so, steht vor der Gruppe. Aus dem Weg. Oder ich schneide euch ein neues Auge. Und die Leute gehen schnell aus dem Weg. Und bei dir haltet er nur so, hält das Auto. Miri hält das Auto einfach nur an. Ich flieg durch die Spronscheibe. Ja. da hat meine Konzentration nicht gereicht. Hier steht jetzt bei Fate of Your Love, das kommt jetzt into play, steht genau, hier. Genau. Whenever you mark off a point of luck, the truth of your love's fate slowly unfolds. Mhm.
Do with that what you will. Also das ist halt dieses Ding von wegen, dass diese Beziehung ist ja aus einem ganz bestimmten Grund geheim. Und jetzt finden halt Leute darüber heraus, die das eigentlich nicht sollten. Genau. Ihr habt auf jeden Fall, ich brauche keine 10 Minuten dafür, deswegen werden wir das gleich machen. Aber ihr seid quasi, ihr seht, wie der Biermolch um eine Ecke geht. Und vielleicht, wer hatte jetzt noch am wenigsten gewürfelt? Jetzt in diesem ganzen Verfolgungsjagd. Verfolgungsjagd habe ich noch kein einziges Mal gewürfelt. Dann würfel mal bitte auf Read the Bad Situation. I am reading the bad situation. Ich bin zwar dumm, aber das ist eine 10. Das ist eine 10, also hold 3. Wait, wo ist Read a Bad Situation? Okay, dann fangen wir mal an. What's the biggest threat? The biggest threat ist... Außer der Biermolch. Außer der Biermolch. Sehr offensichtlich. Im Moment die lustige Partymeute, die quasi im Sisyphus ist, denn die ist auch von der Aura betroffen worden. Entsprechend ist das nicht so geil. Dann nehme ich die zweite Frage. What's the best way to protect the victims? Den Biermolch da wegzukriegen. Also am besten wäre es, ihn entweder den Club jetzt so schnell wie möglich zu evakuieren, genau. Oder in irgendeiner Form das Monster wegzulocken. Okay, muss denn der Biermolch in den Club rein? Also wenn ich zum Beispiel die Tür einfach verrammel, dann... Nein, also wie ihr beide schon gemerkt habt, ist das so eine Aura um ihn herum. Mhm. So 5 bis 10 Meter. Mhm. Letzte Frage. Dann schätze ich, abgewandelt nehme ich, what's my best way in, also into den das weglocken. Das ist Nein, ich will nicht in den Club. Was ich erreichen will, ich will ihn ja weglocken und ich will wissen, wie ich das machen kann. What's my best way in? Into the bad situation, I guess. Whatever. Ich glaube, das Beste für ihn ist Alkohol. Jede Menge Alkohol. Und ich soll mehr Alkohol ranschaffen, als sich in diesem Club dort befindet? Ja. Das wäre eine Möglichkeit. Und ich habe wie viel Zeit? Du hast auf jeden Fall ein bisschen Zeit, diese Beruhigung. Oh, ich habe eine kreative Idee. Ja, dann sag bitte. Ihr seid ein Team. Wir könnten ja theoretisch zur Spree rübergehen und zu schauen, dass wir zumindest einen Teil von dieser Spree von Wasser in Wein verwandeln. Das ist für mich... Big Magic. Ja, das ist fucking Magic. Da würde ich von euch drei, also dass ihr drei das gleichzeitig macht. Gut, gut. Und ihr braucht ein Alkohol, um quasi... Ich habe noch eine Flasche Bier. Ja, Miri stimmt, dabei, hat du hast eine Flasche Bier. Wir müssen verhindern, dass er an den Club kommt. Kommt mal hier rüber. Helf mir mal. So. Okay. Ich habe keine Ahnung, ob das funktioniert, aber er mag starke Emotionen, er mag Partys, vielleicht mag er auch Alkohol. Ich meine, wenn er ein Biermolch ist, vielleicht findet er Bier gut. Was ist, wenn wir versuchen, dieses Wasser in Bier zu verwandeln? Klingt gut. Okay, dann. Ja, tut es? Wer würfelt auf plus weird für Big Magic? Ich würde gerne, eigentlich, schätze ich. Ja, dann würfel. Mach du. Wenn du willst, kann ich dich auch unterstützen. Nein, kannst du nicht, weil du bist Teil des Rituals. Also die Voraussetzung dafür, dass ich es überhaupt machen kann. Badass, mache ich die Flasche mit meinen Zähnen auf. Und kippst es aus. Gut, und jetzt... Lindsay, wie sieht's bei dir aus? Was hilfst du quasi? Wie hilfst du das Ritual? Was kann ich denn machen? Also du musst nicht mechanisch, sondern einfach flavormäßig. Wie würdest du das Ganze machen? Gib mir die Hand und ich weiß nicht, du hast doch auch schon mal Magie gewirkt. Konzentrier dich einfach, mach was du immer tust. Mach, was ich immer tue? Ja. Okay, ich gehe zu Miri und küsse sie. und du Power merkst, of love. Du merkst, wie die magische Energie herübergeht, die Augen bei dir auch pechschwarz werden das und dadurch könnt ihr jetzt das Ritual machen. Oh Gott, oh boy, oh, was ist es? Es ist fucking gut! Natural 12 plus
3 ist 15, Mann. Die ganze sehr gut. Ist 4. Alles die komplette Rummelsburger Bucht wird von diesem schwarzen, normalen Wasser auf einmal zu goldenen Flüssigkeit von Bier. Ein Partyboot fährt gerade rum und die ganzen Leute Bier, 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 Bier. Und Molz, 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 Molz. Und der Biermorch. Ihr seht, wie der Schatten des Biermorches über euch herüber Bauchklatscher in die Spree macht und anfängt zu trinken. Und zu trinken. Und zu trinken. Letzter? Nein. Ich, gut. Abgelenkt. Und jetzt? Definitiv. Ich, vielleicht können wir ihn festhalten. Pokéball? Pokéball. Aha. Was für ein Ball? Von dir brauche ich nochmal einen Act Under Pressure, einfach nur wegen der Aura. Bei dir. Muss ich das nicht nochmal machen? Soweit ich weiß, musst du Hattest du nicht gesagt, dass ich jetzt jedes Mal, wenn ich in seiner Präsenz bin, sozusagen -1 kriege? Ja, ongoing. Solange du in seiner Präsenz bist. Aber du bist. Aber ich habe seine Präsenz aber verlassen. Muss ich jetzt einmal nochmal würfeln? Machen wir so, ja. Okay. Under Pressure. Für euch Attacker Magica. Da musst du aber auch nochmal Act Under Pressure machen, weil das bei fair für alle hier. Hm? Was hast du gewürfelt? Ich habe versagt. Okay. Ich habe eine 9. Okay, geschafft. Ich habe eine 7. Okay, dann ist es eine -1 ongoing. Und jetzt dein Use Magic. 5, 6, 7, 8. Reduziert auf 7. Mhm. Also funktioniert, aber mit Glitch. Okay, du willst Trap a Monster machen. Okay, ich werde nicht sagen, was für ein Effekt das ist. Du wirfst den Ball, ziehst so deine Kapuze runter und man sieht so ein Basecap, was du runterwirfst und dann schmeißt. Und du erinnerst dich daran, B zu drücken. Und können wir ihn einfach geben? Molchi. Molchi. Ich dachte gerade an genau dasselbe und dachte mir, nein, das ist zu unkreativ, das kann ich nicht laut aussprechen. Molchi. Wow. Okay. und ihr. Moment. Und die Kamera fährt weg und wird schwarz. Und dann sehen wir ein anderes Gewässer: den Heiligen See in Potsdam. Oh, hell no. Wir sehen, wie der Vater in sein Büro geht und sich einfach nur hinsetzt und ich kann es nicht glauben, dass meine Tochter einen Polizisten datet. Das geht doch nicht. Wo hat sie den kennengelernt? Und als er gerade so ein bisschen drüber nachdenkt, steht er auf und geht aus seinem Büro raus in dein Zimmer. Alter, sehr übergriffig. Sie schreibt 100% Tagebuch. Wenn dieses Mädchen kein Tagebuch hat, dann... Ja, ich glaube nämlich auch. Ich glaube nämlich auch. Und natürlich weiß dein Vater, weil er ja so ein fürsorglicher Vater ist, wo dein Tagebuch ist. Und da ist so ein kleines Herzschloss dran. Ja, ist ein Herzschloss dran. Und er holt seinen Generalschlüssel raus. Hat sich irgendwann mal einen Abdruck machen lassen. Oder einfach ein zweites gekauft von das auch die Möglichkeit. Mhm. Geld regiert die Welt. Und fängt an zu lesen. Und sein Gesicht. Das sind alles Fanfictions. Die sind kreativ. Steck dich hundertprozentig in die Psychiatrie. Oder ins Heim. Und ich würde dabei sagen, dass wir die heutige Session beenden. Oh no. Das ist wunderbar. Also, kommen wir zu unseren Fragen. Did we conclude the current mystery? Wir haben diesen Biermolch gefangen genommen und ihn Molche genannt. Also würde ich sagen, ja. Ich würde noch nicht sagen, dass ihr zwar ihn gefangen genommen habt, aber ihr habt noch nicht das Mysterium
geklickt. Warum er hier ist, warum er, und hier warum er so riesig ist. Mhm. Genau. Technisch gesehen können wir die Frage also erst am Ende dieser ganzen Serie beantworten. Theoretisch, ja. Ja, hopefully. Langweilig. Also, wenn ihr euch gut anstellt. Did we save someone from certain death or worse? Ja, ja. Katharina. Die in dem Sisyphus-Club. Und, ja. Und Katharina. Die ich nicht überfahren habe. Genau. Did we learn something new and important about the world? Naja, ja. Diese Bombis kommen anscheinend von diesem Biermolch. Wir haben den Biermolch überhaupt erstmal gefunden. Das ist schon mal eine wichtige Info, was das für ein Viech ist. Mhm. Ich würde sagen, ja. Also, das wäre auch noch. Und did we learn something new and important about one of the hunters? Ja. Ja. Allein bei dem Gespräch, was du mit Katharina hattest, wo du über deinen Ex geredet hast, dass der Tod euch scheidet. Ich würde auch sagen, das sind wieder drei Fragen und das bedeutet, wir sind wieder mit zwei Erfahrungspunkten. Und ich habe wieder kein Level-Up, weil ich zu gut würfle. Also mir fehlen noch zwei, aber das wäre dann mein drittes Level-Up. Genau. Ist bei dir? Auf jeden Fall schon, ich habe gerade zwei frische Schneide bekommen. Das ist sehr gut. Ich kann dir auch noch ein weiteres Playbook empfehlen. Vielleicht mit deinem Auto. Gibt es nämlich auch noch ein Plus One, wenn du Auto fährst. Das ist der Kugel. Ich nehme Bonding Time, sonst geht mir das hier zu schnell runter. Okay. Also Leute, das war's mit Episode 2 von Beastbusters. Ich wünsche euch viel Spaß. Wir sehen uns in zwei Wochen wieder, wenn wir in Episode 3 starten. Wir haben euch lieb und keep on rolling und so, was wir immer am Ende sagen. Habt eine schöne Woche bis dahin und ich sag mal, who you gonna call? Beastbusters! Ciao!